ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Wir standen von heute auf morgen da ohne Einnahmen. Die Existenz des Vereins ist massiv gefährdet. Diese Hilfsbereitschaft, die wir in dieser Stadt immer wieder spüren, wenn es drauf ankommt, die ist wirklich phänomenal. Dafür ein großes Dankeschön. Stand as One, der Corona-Talk mit Chris Schmidt. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Stand as One mit mir, mit Chris Schmidt, und heute irgendwie eine viel erleichterte Ausgabe, denn das alte Ziel Stand as One, die Spendenaktion der Römerstrom Gladiators, meine Damen und Herren, auch hier beim OK 54, falls Sie in den letzten Tagen und Wochen zugeschaut haben, in den letzten Ausgaben, wir haben es tatsächlich geschafft. Ich werde Ihnen gerne den Stand nochmal zeigen. Über 128.000 Euro sind zusammengekommen. Dafür nochmals ein riesen Dankeschön an alle, die das ermöglicht haben und damit den Trierer Basketball gerettet haben. Und da stecken wirklich sehr, sehr viele Hunderte, nein, sogar Tausende Menschen dahinter. Und jetzt ist mein erklärtes Ziel, nicht nur meins alleine, sondern auch das Ziel des Gladiators Trier e.V., der sich in Trier eben um die Jugendarbeit, um den Nachwuchs, um das Fundament auch nicht nur, das ist auch wörtlich zu sehen, nicht nur bildlich, sondern wörtlich im Trierer Basketball sorgt, um den Nachwuchs, um junge Talente von der Grundschule bis natürlich dann auch zu den großen Talenten in der Nachwuchsbasketball-Bundesliga und der Jugendbasketball-Bundesliga. Die sind allesamt organisiert im Gladiators Trier e.V. Und das ist unser neues Motto. Dabei sein. Hashtag www.dubistgladiator.de. Alle, die gespendet haben für den Profiklub, für den Erhalt des Spitzenbasketballs in Trier, die sind herzlich eingeladen, kostenlos Mitglied zu werden für ein Jahr unter der Homepage dubistgladiator.de. Da klickt ihr einfach auf Mitglied werden, kommt dann auf diese Seite und dort gibt es dann eben hier die Möglichkeit, die kostenlose Mitgliedschaft für ein Jahr zu beantragen und damit mit seinen Daten dann zu bestätigen. Oder, und das fände ich persönlich noch schöner, ja, ich habe gespendet, aber ich möchte ab sofort ein richtiges, vollwertiges und zahlendes Mitglied sein. Vollwertiges Mitglied seid ihr auch mit der ersten Option, aber mit 5 Euro pro Monat würdet ihr sonst auch den Trierer Nachwuchs unterstützen und die Arbeit vom gladiatorstrier.ev. Also nochmal, alle, die gespendet haben, die haben ja auch oder sollten in den nächsten Tagen auch eine Dankeschön-E-Mail bekommen von den Römerstrom Gladiators. Da stehen auch weitere Informationen dazu drin. Und wir haben gemeinsam ein Ziel. Mein erstes, was ich so ausgegeben hat, es gab mal so einen martialischen Film, an den ich mich erinnert habe. Ich bin von 30 jetzt auf 300 gegangen. Ich fände es toll, dass wenn bei über 1700 Überweisungen wir dann 300 Leute finden, die sagen, jawohl, ich möchte auch in Zukunft noch näher dran sein, auch an der Jugendarbeit, aber auch darüber, dass sich der Gladiators Trier e.V. als Gesellschafter dann auch an den Profis, an der GmbH beteiligen möchte, dann noch eher dran sein an den Profis. Und derjenige, der das Ganze mitorganisiert und auch federführend dafür gesorgt hat, dass die Jugend des Trierer Basketballs auch so gut dasteht und es damit auch, egal was mit den Profis gewesen wäre, hätte weitergehen können, das ist Piet Hoffenbach, den ich jetzt ganz, ganz herzlich begrüße. Piet. Und wir können zusammen über die neue Aktion sprechen, dabei sein. Ich habe es gerade so ein bisschen vorgestellt. Was ist dein oder unser erklärtes Ziel? Dabei sein, ja. Als ich vor ein paar Tagen bei dir sein durfte, virtuell bei dir sein durfte, hatten wir ja die Idee geboren vorher, dass jeder, der gespendet hat, Mitglied werden kann. Und ich freue mich sehr, dass über 70 bereits davon Gebrauch gemacht haben. Wurde aber auch kontaktiert und gesagt, na, kostenlos Mitglied, nee, ich zahle direkt, das ist es mir wert. Und wir hatten vor der Sendung ja kurz gesprochen, also bei dir spontan muss man sein, Chris. Und Respekt nochmal an das Format, das du hier aus dem Boden gestampft hast. Aber es zieht ja auch Kreise, die irre sind. Ich habe jetzt in meiner Spotify-List Stand as One gesehen. Und Respekt, dass du das alles auf die Beine stellst. Mhm. Warum ist es wichtig, dabei zu sein? Naja, es unterstützt die Profis enorm, weil es gibt Lizenzauflagen, die wir erfüllen. Der Deutsche Basketballbund, die zweite Basketball-Bundesliga sagen, du bekommst nicht einfach so eine Lizenz als Profiverein, du musst für den Nachwuchs was tun. Also zwei hauptamtliche Jugendtrainer beschäftigen, eine Jugendbundesligamannschaft stellen, 4 Grundschul-AGs durchführen
Ich bin sehr happy, dass wir keine 4 machen, sondern 31. Und das macht richtig Spaß und das gibt eine Perspektive für die Zukunft. Auch mit den jungen Jungs in der U16-Bundesliga, U19-Bundesliga und in der Regionalliga, um in den Fußstapfen von Rainer Lauch, Paddy Börder, Wolli Esser zu gehen und mit Trierer Jungs was aufzubauen. Und da kommt einiges. Da freue ich mich drauf. Und damit wir haben auch Teil einer guten und tollen Gemeinschaft, denn da sind ja auch viele schon Mitglied, schon von Beginn an. Ich bin auch Mitglied, aber auch mein heutiger, ja, der prominenteste Gast, Henrik Rödel, der langjährige Trierer Headcoach von 2010 bis 2015 und heutige Bundestrainer des deutschen Basketballs, ist auch schon von Beginn an mit dabei. Und vielleicht kannst du noch ein paar aufzählen. Das ist wirklich auch ein breites Fundament auch an Basketballinteressierten, deren Herz ja auch für den Trierer Basketball schlägt. Also DSGVO-konform kann ich natürlich nicht über andere sprechen. Aber du hast gerade schon erwähnt, Henrik Rödel ist Mitglied. Du kannst ihn auch nach seiner Bedingung fragen, unter der er Mitglied geworden ist. Das hat was mit einer Nummer zu tun. Es gibt auch andere prominentere Unterstützer, aber die dürfen selber nach vorne gehen und ich glaube, die kommen auch noch zu dir in die Sendung. Denn eins ist auffällig, es ist nicht nur so, dass der sportliche Aspekt dabei im Vordergrund steht, sondern auch der gesellschaftliche. Das Invictus-Konzept, was Marco van den Berg ja mitgebracht hat, je nach Trier, was wir nach wie vor leben, beinhaltet ja vieles, aber eins ist sehr bemerkenswert, nämlich nicht aufzugeben. Und die Aktion jetzt, auch das, was du durchführst, was Tennis 130 ausgemacht hat, ist nicht aufzugeben, weiterzugehen. In einem Gedicht von Invictus heißt es ja, my head is bloody, but unbowed. Mein Haupt ist geschunden, aber stets erhoben, um mit dieser Attitüde weiterzugehen, aber auch den Kids in den Grundschulen das beizubringen, sagt, es lohnt sich, für was zu stehen, nach was zu streben, ob es jetzt sportlich ist oder gesellschaftlich. Gib dir ein Ziel, geh aus deiner Komfortzone raus, denn es lohnt sich außerhalb der Komfortzone. Es gibt ein schönes Bild, wo ein Kreis drin ist, ein kleiner und ein riesengroßer. Der Kleine sagt zum Großen, outside of the comfort zone is where the magic happens. Und ich glaube, ein bisschen Magic erleben wir gerade mit 1700 Überweisungen. Das müssen also weit über 1000 beteiligt gewesen sein, denen es ein Anliegen ist, dass Sport, das Basketball hier weitergeht. Und da die herzliche Einladung, ich habe in den letzten 4-5 Jahren schon viel Spaß gehabt, bin weit aus meiner Komfortzone rausgegangen, es hat sich gelohnt und ich glaube, für andere lohnt sich das auch, einen Weg mitzugehen als Mitglied und die Einladung ist, kostenlos Mitglied zu werden, aber gerne auch direkt unterstützend den Jugendbereich aufzubauen, aber das ist nur ein Aspekt, die Mitgliederinformationsveranstaltungen. Für mich haben sie, ich wiederhole mich, riesen Spaß gemacht mit den Spielern, mit den Trainern, mit den Jungs. Eine Stimme zu haben in der Mitgliederversammlung, wir möchten eine Beteiligung an der GmbH haben, um verlängertes Sprachrohr zu sein der Mitglieder, um mehr Verständnis zu werben, um Einblick zu haben und vielleicht auch Dinge mitnehmen zu können, wie zum Beispiel, was ist denn das Leitbild, wie wird es weiter gelebt? Ist es nach wie vor Invictus? Ich finde das toll, weil wieder die Referenz ans Bild hinter mir, das war nur möglich, weil es Invictus gab und das ist gut. Ich habe gerade eben so eine Zahl rausgehauen, 300 als erste Marke. Hältst du das für realistisch? Wie viele Mitglieder gibt es denn aktuell? Du hast ja gerade schon gesagt, dass durch diesen ersten Aufruf oder diesen Schwung, diese Idee da auch, die wir auch vor einigen Tagen schon mal hier vorgestellt hatten, über die Homepage dubistgladiator.de hier eben auszuwählen, ja, ich war Spender, schon über 70 zusammengekommen sind. Hältst du das für realistisch? Also es kam für mich jetzt irgendwie aus diesem Gedanken 30, nö, jetzt 300. Wie siehst du diese Zielsetzung als ersten Schritt? Also dein Ziel 30 hätten wir ja schon getoppt und vielen Dank an 300. Die Leute, die sich dazu bereit erklärt haben. Du fragtest, wie viele Mitglieder gibt es. Wir müssen unterteilen in drei Kategorien. Einmal die Spieler, also die U16-Bundesliga, U19 und Regionalliga. Das sind Spieler, die müssen natürlich Mitglied sein. Dann sind die Kinder, die an der AOK Grundschulliga teilnehmen, auch ein ganz spannendes Projekt, sind etwa 220. Das sind auch Mitglieder und dann du, ich, Henrik und all die anderen sind ja eher als Fördermitglied zu verstehen. Das sind derzeit etwa mit den 70 jetzt zusammen 220 plus die aus der
AOK Grundschulliga plus die Spieler sind wir jetzt so bei 450, 460. Seht mir nach, dass ich die Zahl nicht ganz parat habe, weil so viele reingeflogen sind. Es sind auch ein paar abgegangen, Spieler, die aus den Mannschaften rausgegangen sind. Eine sehr korrekte Zahl will ich gerne nachliefern. Am liebsten in der Schlusssendung bei dir, um festzustellen, wie viele Mitglieder dazu kamen, denn die Zahl 300 neue halte ich für sehr realistisch. Die Profis waren sehr ambitioniert mit 120.000 Euro. Ich habe auch zuerst mal schlucken müssen, aber das Ziel ist übererfüllt und ist die Frage, ob die 300 nicht sogar zu wenig sind. Ich würde mich sehr freuen, bei Mitgliederveranstaltungen das Front of House als geschlossene Gesellschaft bespielen zu dürfen, und wir platzen aus allen Nähten und haben eine richtig gute Zeit und gestalten zusammen den Basketball weiter, denn mehr Schultern drunter helfen, das Konstrukt stabil zu machen, nicht die Abhängigkeit zu haben von einigen privaten Schultern, auf denen ganz viel Last liegt, sondern das zu teilen. Das, glaube ich, Invictus, das Zusammenstehen, das Zusammentragen, das Zusammen einander etwas gönnen können, und ja, ein Konstrukt lebensfähig und stabil machen. Nicht aus dem Jugendbereich raus, denn du sagtest es, der Jugendbereich wäre weitergegangen, es wäre nicht einfach gewesen ohne die Profis. Also, das darf direkt dazu gesagt werden, und wir haben ein sehr gutes Miteinander, und über eine Beteiligung an den Profis würden wir nur verweben, was eh schon zusammengehört. Und mein Dank auch da an Achim, André, die gesamte Geschäftsstelle, die auch die e.V. dramatisch unterstützt, denn ohne die Profis wird es den e.V. gar nicht geben. Aber es ist ein Zusammenhang, der über ja, eine organisatorische Verbindung auch verwoben sein sollte. Also, ich höre auch schon die ersten Reaktionen aus dem Chat, da machen wir doch die Tausend am besten voll. Ich mach's mal so, ich habe hier drunter zwei Helme. Lass uns doch irgendwie jeden Helm einzeln füllen, der erste Helm 300 und später dann hier der zweite Helm 300. Und dann gibt's jeden Tag, ich meine, ihr habt auch jeden Tag einen Spendenstand in den letzten Tagen preisgegeben, oder zumindest dann, wenn es ging. Ich glaube, hier sind die Träne schon so schnell, dass man auch täglich dann auch wirklich sagen kann, wie viele neue Mitglieder dann dabei sind. Und wie gesagt, kostenfrei für euch die Möglichkeit, euch zu beteiligen für ein Jahr. Aber ich fände es noch schöner, ich meine, die 5 Euro pro Monat. Wer es nicht hat, alles klar, und schon da sich beteiligt hat an Stand S140, gerne kostenfrei mit dabei sein. Aber ich fände es schön, wenn wir da auch auf breiteren Schultern jetzt auch aus dieser gesamten Gemeinschaft und aus dieser ganz schweren Zeit, aus der wir aber zusammen, glaube ich, was Positives auch insgesamt geschafft hat. Also wir haben den Trierer Basketball ja wirklich gerettet. Dafür nochmal großes Dankeschön alle, dass wir da jetzt auch zusammen weiterstehen und weiter auch was bewirken können und dann auch ein Sprachrohr haben, wie den Piet dann halt in der Profigesellschaft als Gesellschafter des EVs in der GmbH, um dann auch aus erster Hand sowohl dir dann Fragen mitzugeben für so eine Gesellschafterversammlung, so stelle ich mir das zumindest vor, als auch dann die Antworten zu bekommen. Ist das die richtige Vorstellung in der Idee her? Das ist die richtige Vorstellung, aber die ist nicht an meine Person geknüpft. Die Mitgliederversammlung bestimmt ja, wer Vorstand ist, respektive wer entsendet wird. Die Jahreshauptversammlung musste Corona-bedingt ausfallen. Die wird nachgeholt, sobald es möglich ist. Mhm. Und die Idee ist dann, dass der gewählte Vorstand befugt und befähigt ist, dort in der Gesellschafterversammlung teilzunehmen. Wenn ich gewählt werde, gerne. Wenn es jemand anders machen möchte, gerne. Es ist nicht so, dass die Leute Schlange stehen, um die Aufgaben zu übernehmen, aber ich glaube, dass wenn man so eine vollgepackte Arena hat und jeden Einzelnen fragen würde und all die Fähigkeiten sieht, die Personen und Menschen haben, und viele möchten die auch einbringen, aber wissen nicht genau wie und nicht genau wo, und da auch eine herzliche Einladung, werdet Mitglied, bringt euch ein, wer Vorstand werden will, herzlich gerne. Ich mache das jetzt 4 Jahre, es hat mir riesig Spaß gemacht, möchte es auch gerne noch weitermachen. Aber ich glaube, dass es auch andere Köpfe gibt, die die Fähigkeit haben, das zu tun. Damit wollte ich nur betonen, es ist nicht an meine Person, sondern an die Funktion geknüpft, wer in Gesellschafterversammlungen reingeht oder wer auch andere Entscheidungen trifft, was jetzt den Unterbau angeht. Aber so war das auch gar nicht gemeint, Piet. Ich glaube, die Menschen, das ist in dieser Phase auch so. Das merkt man auch in der Corona-Krise, wenn wir jetzt mal den Blick auch über die Basketballwelt hinausblicken. Die Menschen brauchen Gesichter und wollen auch Persönlichkeiten. Das ist in der Krise vor allen Dingen so.
Und meiner Meinung nach, so wie ich mir heute von Michael Berger schöne Grüße anhören durfte, dass ich so das Gesicht dieser Aktion war und überrascht wurde und mir das auch nicht so ganz angenehm ist, so ist es auch bei dir so, dass du für mich das Gesicht des Aufbaus zusammen natürlich mit anderen, aber auch dann sowas gemeint für den Nachwuchs ist. Und es gibt tolle Reaktionen im Chat. Nurianti schreibt, jedem, dem der Basketball in Trier wichtig ist und auch die Jugend damit, sollte doch 5 Euro im Monat aufbringen können. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Wer es nicht hat, kann aber auch kostenlos Mitglied werden. Ich finde es einfach gut, je mehr Köpfe und je mehr Ideen, desto mehr können wir auch insgesamt bewirken. Und Heiko Schmidt schreibt, hallo zusammen, mir ist eben eine Idee zum Gladiators Trier e.V. gekommen. Chris hatte ja vor einem Count-up, was die Mitgliederzahl angeht, gesprochen. Es wären ja dann wohl insgesamt so um die 2000 Überweisungen, die Spende zur Rettung der Gladiators eingefangen sind. Somit auch rund 2000 potenzielle Spender, die geholfen haben, den Trierer Profibasketball zu retten. Selbst wenn da einige sicherlich doppelt überwiesen haben, sind es bestimmt noch ca. 1200 bis 1500 Leute, die jetzt kostenlos Mitglied im Gladiators Trier e.V. werden können. Vielleicht schaffen wir es ja dadurch, dass der Gladiators Trier e.V. zum größten Basketballverein Deutschlands wird. Junge, danach kann ich nicht mehr weiterlesen. Wahrscheinlich kommen dann noch die Zahlen ein bei Berlin. Wobei man ja sagen muss, das sind aktive Sportler, aber es wäre trotzdem cool, so einen Riesenverein dann hinzukriegen. Also du siehst, die Visionen sind da bei den Basketballfans da draußen. Klar, danke dafür. Ich bin ja, das hatte ich in der letzten Sendung gesagt, vor einigen Jahren von der Tribüne runtergekommen, um zu helfen. Und ich glaube, dass auf den Tribünen noch ganz viele andere Leute sitzen, die da helfen. Es gibt tolle Perspektiven für uns. Wir schnuppern an einem eigenen Trainingszentrum. Der Handschlag darauf ist schon getätigt, stand ja auch in der Zeitung, dass 2 Stiftungen sich dort engagieren möchten für den Unterbau. Ja, es ist Bewegung drin und Corona, klar, hat so einen Klotz auf den Weg geschmissen, aber wir haben alle zusammen den Klotz beiseite geräumt und haben freie Fahrt für eine coole Geschichte, für eine gute Zukunft, für einen Jugendbereich, der sich sehen lassen kann. Und damit helfen wir nicht nur den Profis, die Lizenzbedingungen zu erfüllen, sondern wir begünstigen auch, dass eigene Spieler, eigene Jungs nach vorne gehen können. Und da freue ich mich drauf. Je mehr unterstützen, umso besser. Also, seid dabei. Dabei sein, das Motto. Vielen Dank, Pete. Wir werden dann auch uns, wie du schon angesprochen hast, zum Ende dieser Serie am 28. April spätestens wiederhören. Und bis dahin gibt es täglich von mir einen aktuellen Stand, ob wir da den ersten Helm mit den 300 und vielleicht sogar einen zweiten oder noch mehr. Also ich bin offen für alles und freue mich über jeden, der da mit dabei sein möchte. Nochmal, die Homepage ist ja unten eingeblendet. Du bist gladiator.de. Alle, die bei der Spendenaktion der Römerstrom Gladiators, der Desmond Förti geholfen haben, können kostenfrei ein Jahr Mitglied im Gladiators Trier e.V. werden. So, und damit werden wir jetzt auch beim Thema bleiben. Ich habe heute eine etwas andere Reihenfolge in der Sendung, die habe ich aber absichtlich so gewählt. Denn ich freue mich jetzt auch auf jemanden, der gesagt hat und von dieser Idee gehört hat, da möchte ich auch unterstützen. Und sie sind auch für diejenigen, die mal im Businessraum der Römerstrom Gladiators waren, eh schon Partner der Römerstrom Gladiators. Ich glaube schon länger, auf jeden Fall seit dieser Saison weiß ich es ganz sicher und ich werde es gleich genau fragen, denn ich freue mich auf den Geschäftsführer der Vereinigten Hospizien Trier, auf Tobias Reiland, dem auch das Herz für den Basketball schlägt und der uns aber heute auch sicherlich Einblicke geben kann, wie die Situation natürlich zum Beispiel im Bereich der Altenpflege durch die Corona-Situation sich komplett verändert hat. Aber erstmal begrüßen wir ihn und sprechen über den Basketball-Part und sein Herz auch für die Jugendarbeit. Und da ist er, Tobias Reiland. Hallo. Hallo Chris, grüße dich. Hi. Ja, ich habe es gerade schon angerissen und ich bin überrascht. Gestern waren die Zuschauer so aufmerksam, haben mir ein Sektglas gesehen. Heute steht ja hier was ganz Leckeres und was ganz anderes. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Ein toller Wein erstmal, aber auch mit einem ganz besonderen Etikett. Und das ist jetzt auch just, ich glaube sogar in den letzten 2-3 Tagen oder zumindest kurzfristig, ich habe glaube ich das einer der ersten Ausgaben hier stehen, entstanden. Was steckt da dahinter, Tobias? Ja, was steckt da dahinter? Also tatsächlich hast du die erste Flasche vor dir stehen und das ist so ein kleines Dankeschön dafür, was du in den letzten Wochen hier auf die Beine gestellt hast und damit einfach auch einen ganz wichtigen Part für die Gladiators, um auch so fortbestehen zu können. Und aber jetzt kommt dann neben dem Wein einfach auch die zweite Geschichte, die Informationen, die du zum Thema Corona einfach auch gebracht hast und einfach auch einen wichtigen Part, deshalb ein Dankeschön. Dankeschön. Die,
Die Geschichte, warum steht da jetzt ein Bein von uns? Also erstens, wir sind zwar aktuell nicht Beinpartner der Gladiators, aber wir arbeiten auf ganz vielen anderen Ebenen schon länger zusammen. Und ja, wir haben nur überlegt gehabt, wie können wir diese Partnerschaft auch so ein Stück mit Leben füllen. Und die Idee des gemeinsamen Weins hat schon immer im Raum gestanden. André Eberts und ich haben da eigentlich schon seit Wochen drüber gesprochen. Und jetzt kam aber die ganze Geschichte ja nochmal ins Rollen über die Aktion. Und wir haben dann gesagt, okay, jetzt lass uns Nägel mit Köpfen machen. Gestern war der Tag, wo die Stand-of-One-Aktion zu Ende ist. Lass uns diesen Faden weitergehen. Lass uns wirklich da zusammenschauen, wie kann man es machen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ziehen wir es mit dem Wein durch. Und dann hat es einfach auch gepasst. Also vielleicht, wie kommt sowas zustande und wie funktioniert das? Und was ist das Besondere am Verein? Mhm. Die Idee war da von André und mir. Dann haben wir gesagt, okay, wie gehen wir weiter vor? Ich habe dann mit der Arena Rücksprache gehalten, die halt auch unser Weinpartner sind, auch die uns manchmal beim Thema technisches Know-how auch wirklich mit unterstützen, wo wir total happy sind. Und da kamen wir ganz schnell weiter. Die Agentur Kühn hat uns beim Logo schnell geholfen. Wie schafft man sowas? Michael Raab hat dann tatsächlich ein Weinetikett gezaubert aus dem Drucker, ja, quasi per Nachtexpress. Und gegipfelt ist darin, dass dann Simon Engelbert heute Morgen mit der Unterstützung von Pro Music die Bilder gemacht hat. Und ja, am Ende des Tages hast du jetzt eine fertige Weinflasche am Tisch stehen und wir werden ab nächster Woche quasi unseren Wein auch liefern können. Das heißt, der ist auf unserer Homepage jetzt online, der ist jetzt auch bei den Gladiators im Webshop integriert. Und dieser Wein ja, unterstützt den Verein. Aber was heißt das? Also, wir haben ja besprochen, ich sage nachher auch noch was zum Thema Corona, was machen wir als Stiftung, was hängt da alles dran. Es ist erstmal so, grundsätzlich als Stiftung unterstützen wir mit unseren Erträgen die soziale Zwecke hier vor Ort. Also wir haben mehrere Sozialeinrichtungen, werden wir gleich noch kurz drüber sprechen. Aber auf der anderen Seite haben wir gesagt, okay, jetzt können wir das miteinander kombinieren. Einerseits, wir nutzen das, was wir an Weinqualität haben. Wir sind VDP-Gründungsmitglied seit 1910. Und sagen, einen Wein, den wir haben, dass wir jetzt da einen Anteil des Preises, und zwar in dem Fall 4 € pro Flasche, den Gladiators zur Verfügung stellen. Mhm. Und da hatte ich mit André drüber gesprochen, wie macht sowas Sinn? Und dann hat er gesagt, ja ganz ehrlich, unser Ziel ist ja auch die, ja, die Beteiligung der Basis zu stärken. Wir haben hier ein Weingut, was aus der Region ist. Wir haben Weine der Region. Dann lass uns doch die Basis, lass uns den e.V. stärken und lass uns dann ganz gezielt auch bei der Maßnahme die Gelder dafür verwenden, um eben in, ja, sich an der Gesellschaft zu beteiligen, um ja, daraus einen Verein der Fans auch ein Stück mehr zu machen, damit die Gesellschaft, damit die Vereinsversammlung jemand schicken kann zur Gesellschaft und einfach da nochmal einen anderen Blick mit reinbringt. Und mein persönliches Ziel ist, man sieht es im Hintergrund, ja, andere Seite, hinter mir, wir brauchen so Leute wie Kili Dietz, die auch hier aus der Region sind. Und das funktioniert nur, wenn wir einen Unterbau haben, der eben Grundschul-AGs hat, der eine Regio hat, der eine JBWL hat, der eine NBWL hat. Und mein Ziel ist, dass wir irgendwann hier ein paar Trikots von den Leuten hängen haben, eben halt Rupi, eben Vincent Henn und die alte Region sind, hier verhaftet sind und wo wir sagen, dann, ja, für die Region zu stärken. Das ist quasi das Ziel, was da einfach bei uns dahinter steht. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses Engagement. Das ist, glaube ich, etwas ganz Tolles. Und jetzt wollen wir uns doch das gute Tröpfchen mal näher anschauen, denn die ersten Fragen kommen auch schon aus dem Chat. David Filter ist wohl auch Fan der Vereinigten Hospizienweine und schreibt, wenn das die Sorte ist, die ich gestern auf hatte, ist der Wein sensationell. Was ist das für ein Wein, den wir da als jetzt Invictus Gladiators Wein kredenzt bekommen, Tobias? Ja, der Wein ist ein Ortswein von uns. Ortswein bedeutet, er ist aus Serrig, aus der wunderschönen Lage, die ihr dort sehen könnt, am Schloss Saarfels. Dort haben wir insgesamt knapp über 4 Hektar und ist halt, nennt sich Monopollage, heißt, es ist eine Lage, die, über die auch nur wir verfügen. Und da haben wir gesagt, dann lass uns auch diese Besonderheit hierfür verwenden. Und wir haben einen trockenen Riesling da drin. Und es ist ein herrlicher Wein, auch prämiert worden, bewertet worden, auch bei Vinum und Ähnlichem drin. Also es ist jetzt nicht ein Ladenhüter, sondern es ist einfach ein Wein, wo wir gesagt haben, da passt Qualität zusammen und Qualität und Regionalität einfach dann zusammenzubringen. Und das, sagen wir, für einen erschwinglichen Preis, so dass dann aber auch wirklich was beim e.V. tatsächlich nachher ankommt pro Flasche.
Also 10 Euro habe ich eben im Webshop gesehen, kostet das gute Stück. Es gibt sowohl über den Webshop der Römerstrom Gladiators, aber aktuell auch schon über die Homepage der Vereinigten Hospizien. Da einfach aufs Weingut gehen und dann unter Angebote findet man den Invictus, der Wein für Gladiatoren. 10 Euro, 4 davon gehen an den Gladiators Trier e.V. Ich finde das eine wunderbare Gelegenheit, gerade in dieser Zeit. Ist zumindest so, kann man ja auch mal abends zusammen ein Gläschen trinken. Jetzt lass uns aber auch natürlich über das besprechen, was ist irgendwie auch in unser aller Leben ja auch ein Wirrwarr. Wir haben einerseits natürlich auch die schönste Nebensache der Welt, sind froh, dass es weitergeht mit dem Basketball, aber andererseits auch im beruflichen Alltag alle irgendwie zu kämpfen unter der aktuellen Situation der Corona-Krise. Ich glaube, so muss man sie auch nennen. Und die trifft natürlich auch euren oder deinen Bereich voll, weil natürlich aus auf persönlicher Ebene, dass wir, wenn wir bei euch jetzt Oma, Opa, wen auch immer in der Altenpflege haben, im Moment nicht besuchen dürfen. Das ist natürlich eine Vorgabe, die ja auch umsetzen muss, die von der Politik so beschlossen wurde, auch zum Schutz natürlich der Menschen, das aber natürlich auch ans Herz geht. Andererseits natürlich geht es darum, wie ist die Situation vom Pflegepersonal, die natürlich auch jetzt besondere Vorsichtsmaßnahmen da auch walten lassen müssen. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, erstmal die Vereinigten Hospizien für diejenigen, die darunter vielleicht nur Wein gekannt haben, was ihr eigentlich alles macht insgesamt. Ja, ich denke, ist ein wichtiger Punkt. Also ich bin seit anderthalb Jahren in der Geschäftsführung zusammen mit meiner Kollegin. Und die Vereinigten Hospizien sind den allermeisten in Trier ein Begriff. Aber jeder verbindet was anderes damit. Der eine sagt, okay, das ist der Stift Irmin. Der andere sagt, das ist hier Lehnhaus. Dann sagen Dritte, ja, das ist das Weingut. Es ist aber eigentlich viel mehr. Also wir sind ein Stück pure Trierer Geschichte, gegründet im Jahr 1804 durch Napoleon. Und wir sind eine gemeinnützige Stiftung. Was bedeutet gemeinnützige Stiftung? Im Endeffekt heißt das, wir haben Vermögen, was wir dazu nutzen, um die Pflege bezahlbarer und attraktiver zu machen. Also unser Stiftungsauftrag ist tatsächlich auch, Menschen eine Heimat zu geben. Und wir verstehen bei uns auch im Stiftungsauftrag eben dieses Heimatgeben darüber, ja, das heißt in der Pflege immer satt und sauber, sondern dass eben mehr ist. Also es ist nicht damit getan, dass ein Mensch eine Heimat hat, wenn er abends halbwegs satt ist und sauber ist, sondern es geht darum, für die Menschen da zu sein und den Menschen einfach auch ja, ein würdiges Leben zu geben. Und ja, dafür nutzen wir das, was wir quasi an Wirtschaftsbereichen haben und sei Pachtung, Vermietung oder eben auch unser Weingut, wo alle Erträge eins zu eins dann quasi in die gemeinnützigen Zwecke von uns reinfließen. Und wir sind auch Teil der Europäischen Stiftungsweingüter und da gibt es diesen schönen Leitsatz, mit jedem Schluck eine gute Tat. Und das ist eigentlich die einfache Erklärung, wie eine Stiftung funktioniert. Aber auf die Frage zu kommen, was gehört jetzt konkret dazu? Also zu uns gehören im Endeffekt 8 soziale Einrichtungen. Also wir betreiben 2 Altenheime, das sind der Stift St. Irmin, das Helenenhaus, die zusammen knapp 250 Plätze haben. Wir betreiben die Geriatrische Rehabilitationsklinik, das heißt, es ist eine Klinik, die speziell dafür da ist, Menschen nach einem Schlaganfall, nach einer Hüft-OP oder Ähnliches wieder fit zu machen, damit sie eben nicht ins Heim müssen, sondern wieder nach Hause können. Wir betreiben das größte MS-Heim in Rheinland-Pfalz. Wir betreiben also da nochmal mit 25 Plätzen unsere Reha-Klinik mit 110 Plätzen. Wir betreiben eine Einrichtung für betreutes Wohnen mit 90 Wohnungen, Einrichtung für Ruhestandsgeistliche. Wir betreiben ein Kinderheim, eine Kita und betreiben auch die deutschlandweit einzige gerontologische Beratungsstelle, wo wir eben Menschen psychologisch beraten. Das ist halt auch so eine Sache, die können wir uns über unsere Zusatzeinnahmen dann eben leisten. Das heißt, wir haben 2 Psychologen, die sich um unsere 500 Bewohner in Summe kümmern, aber auch um Mitarbeiter und auch um die Familien, weil dieses Thema älter werden, niemand hat sich als Lebensziel gesetzt, mit 80 Jahren im Heim zu sein. Also wie geht man damit psychisch um und ist ein ganz spannendes Thema. Und wie man merkt, also mehr Risikogruppe auf einen Haufen kriegt man kaum. Deshalb ist das Thema Corona eine Sache, die uns extrem mitbeschäftigt. Und da kann ich jetzt nur sagen, ich bin auch sehr dankbar drüber. Also wir haben mit der Frau Roussel, die du auch kennst, sind wir zu zweit in der Geschäftsführung und ich muss sagen, bei diesen Entscheidungen, die wir im Moment treffen müssen, da geht es teilweise tatsächlich ja um Leben und Tod. Und da bin ich dankbar, dass man diese Entscheidung auch zu zweit in der Geschäftsführung treffen kann und dieses Dank kann ich heute besonders sagen, weil die Kollegin auch heute Geburtstag hat, deshalb bin ich jetzt zumindest auch das schuldig. Und aber was bedeutet das? Also wir haben Entscheidungen über Leben und Tod, wir haben
früh uns dazu entschieden, einen Besuchsstopp zu verhängen. Früher, also deutlich früher als das Land. Also wir haben seit über einem Monat Besuchsstopp bei uns. Mhm. Und die Situation, das ist ja eben auch angesprochen, ist schwer dadurch. Muss man einfach sagen. Und zwar für die Bewohner in dem Sinne schwer, weil viele Bewohner haben diesen engen Kontakt mit ihren Familien. Aber uns geht es ja auch darum, ein Bild zu zeichnen, dass es eben nicht dieses dunkle Bild ist, weil die Bewohner haben auch ganz enge Kontaktpersonen. Das heißt, die Betreuungsassistenten, die bei uns arbeiten, das Pflegepersonal, die Pflegehelfer, allesamt, man kennt sich und das sind häufig im Endeffekt ja wie ein Teil der Familie. Und die kümmern sich halt im Moment jetzt auch ganz besonders um die Personen, damit einfach ja, also es ist bei uns nicht so, dass die Personen jetzt deshalb, weil kein Besuch kommt, irgendwie den Tag allein im Zimmer setzen, sondern wir haben eigentlich ja eins der vielfältigsten Unterhaltungsprogramme, die man im Moment so bieten kann, wo wir einfach gesagt haben, lass uns ein bisschen Leben ja auch aufs Gelände bringen. Und ja, es hat gestartet mit Eigeninitiativen von uns und ja, ähnlich wie bei Gladiators-Sachen, mit außen dann weiter. Ja, du bist mit Abstand das Beste für mich. Erklären Sie mal den Angehörigen, dass das Abstand halten richtig und wichtig ist. Aber es gibt unseren Bewohnern Sicherheit. Wir haben eine zusätzliche Infotheke eingerichtet, wo halt Dialysepatienten alles nochmal zusätzlich geleitet werden und für die Verwandten und Bekannten, wo Dinge abgegeben werden können. Wir haben eine Briefbrücke eingerichtet und eine Telefonbrücke, wo halt extra ja mit den Menschen Kontakt aufgenommen werden kann. Also wir haben da mittlerweile über 60 Telefonpartner, die nichts anderes machen, als zu telefonieren. In unserem MS-Heim haben wir einen Riesensack an Ostergeschenken bekommen für die Menschen, gebasteltes Glücksengelchen, alles, was irgendwo Freude bringen kann, und die Menschen wissen es zu danken. Für die sind es halt eben diese Sonnenstrahlen zu beitragen. Und ja, auch unser Therapiehund beteiligt sich aktiv am Schutz und der darf noch da sein. Und das ist Emmys Hutter, das sind als Hunde, die uns normalerweise besuchen kommen. Die können aktuell auch nicht kommen. Die haben uns dann ein Fotobuch gemacht und die Bewohner haben sich riesig gefreut. Wir haben einen eigenen TV-Sender, das heißt, dort, wo normalerweise die Messe live in die Zimmer übertragen wird, ist bis hin zum Telegym, wo dann quasi gerätselt wird, wo geturnt wird. Also man erlebt auch ganz neue und ganz besondere Situationen dadurch. Und die Menschen haben viel, viel Freude. Und du erlebst zum Teil auch Situationen, da hast du wirklich auch ein Kloß im Hals. Also ich kann ein Beispiel nennen. Wir hatten ein kleines Konzert gehabt in dieser Kapelle. Und ein Konzert ohne Zuschauer ist komisch, aber ich war halt da, weil ich kurz ein Bild gemacht habe und gehst aus dieser Kapelle raus und betrittst die Alteneinrichtung und kannst die Menschen durch die Einrichtung mitsingen hören. Wow. Also es sind schon ganz, ganz besondere Momente, die da passieren. Das ersetzt alles auf Dauer nicht den persönlichen Kontakt. Wir haben angefangen mit Thema Skype, damit man sich wenigstens gegenseitig sehen kann. Man hat eben noch gesehen, die Stelzenläufer, die mit den Leuten an den Balkonen Lieder singen. Also wir haben schon viel gemacht. Es kommt auch noch viel. Wir sind im Moment mit dem Theater Trier in Gesprächen dran. Wie kann man das zusammen machen? Und wir freuen uns wirklich auch, wie viele auf uns zukommen. Und wir sehen da auch noch ganz tolle Sachen für die Bewohner kommen. Und es ist vieles möglich, weil wir, muss dir vorstellen, von der Größe, wir haben hier ein Areal von 8 Hektar an der Mosel. Davon sind 6,5 Hektar Parkgelände. Das heißt, jeder unserer Bewohner, der halt fit ist oder fit genug ist, kann einmal am Tag mit Betreuungsassistenz zusammen gehen, die an der frischen Luft, die gehen durch den Park spazieren. Und das hast du natürlich, wenn du eine Anlage bist, die kein eigenes Gelände hast, dann stauen sich die Leute. Aber bei uns, trotz der Anzahl von 500 Bewohnern, ist sowas einfach noch möglich. Gestern hatten wir einen Singkreis draußen gehabt mit über 60 Leuten, die dann mitgesungen haben und wo dann auch brav zwischen den Rollatoren, Rollstühlen und Stühlen ja die 2 Meter Abstand eingehalten werden konnten. Mhm. Also das ist vieles möglich und ja, wir sind dankbar für das, was von außen kommt, und aber auch ganz dankbar, weil viele Mitarbeiter von uns ganz neue Talente zum Teil zeigen. Also Leute, die normalerweise in der Betreuungsassistenz sind, die dann auf einmal Showmaster werden, ist dann schon ungeahnt, aber macht riesen Spaß. Also es ist, wie du merkst, ich muss dann auch lachen bei aller Ernsthaftigkeit, die wir haben, weil jeder Tag ohne Fall ist für uns ein sehr, sehr guter Tag. Also wir sind glücklicherweise, ich sage immer Klopf auf Holz, die Tische sind langsam durchgekloppt. Wir sind frei von Fällen in der Belegschaft und bei unseren Bewohnern. Und jeder Tag, wo es so bleibt, ist ein gewonnener Tag. Und wir sind aber auch darauf gefasst, wenn es mal passieren würde. Aber wir schaffen es trotzdem, dass die Menschen und auch wir selbst noch Freude dann bei der Arbeit behalten können. Und das ist dann schon was Besonderes.
Wobei, wir werden ja auch noch drauf kommen, das Thema, was bedeutet eigentlich für die Pflege insgesamt, ja, Freude auch da manchmal etwas schwieriger ist. Aber da kommen wir dann gleich noch zu. Genau, also erstmal Kompliment. Und was mich aber jetzt interessiert, weil man natürlich auch, ich meine, wir verfolgen ja alle Talkshows und da ist natürlich auch dieser Bereich einer, der dargestellt wird. Und liegt das aber, ich meine, ihr habt ja jetzt quasi noch Investitionen getätigt, ne? Das muss man ja jetzt auch mal so sehen. Also ihr habt ja quasi für das Wohl der Menschen noch neue Angebote geschaffen. Nun ist das vielleicht aber auch so, weil ihr als Stiftung auch entsprechend über die Standbeine auch wirklich ein wirtschaftliches Fundament in den letzten Jahrhunderten ja sozusagen aufbauen konntet. Es gibt aber andere private Träger, wo man anderes zumindest mal gehört hat, wo es eben nicht sowas gibt wie einen eingeführten Telefondienst, wo dann auch klar ist, ich habe einen Ansprechpartner und ich kann wenigstens mit meinem Liebsten sprechen, den ich schon nicht mehr besuchen darf. Aber man muss ja auch sagen, dass in manchen Bereichen auch die Kosten, also zumindest ist das, was ich gehört habe, deswegen die Frage an dich, die Kosten explodiert sind, was Schutzmaterialien betrifft, weil aber auch euer Personal logischerweise besonders geschützt zu den besonders möglichst gefährdeten Menschen kommen muss. Also wie ist das denn, gerade was Atemschutzmasken betrifft, hört man ja die wildesten Sachen, dass Länder, also die USA irgendwie auch Sachen beschlagnahmen, die über China eigentlich nach Europa kommen sollten. Also wie ist denn da, wie hat sich denn da die Preisstruktur geändert? Ja, also man muss ein Stück trennen. Du hast eben gesagt, dieses Kulturprogramm, was wir abhalten, kostet uns keinen Cent mehr. Mhm. Muss man einfach mal sagen, das ist Engagement von Menschen, bei denen wir uns vielleicht mal mit einer Flasche Wein dann noch bedanken können, aber es ist nicht, also es sind keine bezahlten Angebote. Mhm. Und da sind wir auch echt stolz drauf, weil es ist der Kreativität zu verdanken und auch eine Briefbrücke. Das sind Leute, die dann gesagt haben, okay, das ist eine gute Idee und ich sammle die bei mir und ich leite die weiter. Also das sind ja Punkte, wo man, es kostet nicht immer Geld. Und das sind auch Ideen, wo wir gesagt haben, wenn da andere partizipieren wollen, können die also jederzeit auch die Ideen bei uns quasi ja mit übernehmen, weil ich sehe da auch keine Konkurrenz zwischen den Einrichtungen. Mhm. Aber du hast den Bereich angesprochen, Schutzkleidung. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also wir sind sehr froh, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir sagen können, wir haben, sind für die nächsten 4 Wochen gut ausgestattet. Das kann nicht jeder sagen, aber nur für die Dimensionen, so in der Vorstellung, Mund-Nasenschutz, also der klassische OP-Mund-Nasenschutz, den kaufen wir normalerweise für unsere Klinik für 2 Cent das Stück. Mhm. Wir sind jetzt im Moment beim 35-fachen Preis. Und wenn du davon in der Woche halt 3000 Stück brauchst, dann ist das nicht mehr ganz so spaßig. Wir haben das Thema, den Klassiker, den jeder aus den Nachrichten kennt. Also bis vor einem halben Jahr hat sich kein Mensch mit FFP2 beschäftigt. Jetzt weiß jeder ungefähr, was es ist. Sind Masken, die bräuchten wir normalerweise nicht, aber für den Fall der Fälle, wenn wir hier jemand hätten, bräuchten wir die halt dringend, um eben auch das Personal zu schützen. Das heißt, so eine Maske, die normalerweise 48 Cent kostet, haben wir jetzt jüngst gekauft, fast zum Schnäppchenpreis, weil die waren auch in den Nachrichten, die haben sie dann für 4,50 Euro gekauft. Boah. Wenn man aber dann davon 1000 Stück braucht, kann man es dann auch hochrechnen. Und für uns das, was wir im Moment, was das wirtschaftlich bedeutet, insgesamt kann man sagen, da sind wir mittlerweile im 6-stelligen Bereich. Sowohl für Schutzausstattung, sowohl für Personal, wo wir zusätzlich investieren mussten an den Punkten. Weil wir müssen ja eigentlich auch immer ein Stück kalkulieren, dass Leute jetzt auch noch zusätzlich ausfallen. Und ich kann ja nicht hingehen und sagen, ich habe jetzt 3 Krankheitsfälle und wenn mir fehlen 3 Pflegefachkräfte und dann mache ich halt die Station zu, weil die Menschen sind ja da. Egal, ob unsere Mitarbeiter krank sind oder nicht. Das heißt, auch da haben wir halt versucht, ein Stück aufzustocken, um eben zu gewährleisten, dass auch eine fachgerechte Pflege möglich ist. Gibt es denn irgendwelche Zusagen irgendwie von der Politik, vom Land, vom Bund, dass diese zusätzlichen Kosten, die ja geleistet werden müssen, in irgendeiner Form übernommen werden? Weil ich meine, toi, 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 dass die Vereinigten Hospizien auch so gut aufgestellt zu sein scheinen, dass man diese Investitionen auch verkraften kann, aber man weiß ja nicht, wie lange man sie noch tätigen muss und geplant im Etat waren sie definitiv nicht, weil keiner hat mit Corona gerechnet. Gibt es denn da irgendwelche Zusagen, dass es dafür staatliche Ersatzzahlungen oder Hilfen gibt? Also man muss damit anfangen, wir können es auch nicht so einfach verkraften, weil wir als Stiftung quasi darauf ausgelegt sind, dass das wir haben ja ein Ziel zu verwirklichen. Das heißt, wir erzielen auch keine Gewinne oder ähnliches. Bei uns gibt es keine Destinatäre, die da irgendwas empfangen. Das heißt, eigentlich sind wir so kalkuliert, dass wir im Jahresende 0 auf 0 rauskommen.
Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir diesen sechsstelligen Betrag auch irgendwo im Laufe des Jahres wieder reinkriegen. Das Land hat die Zusage getroffen. Ich verlasse mich an dem Punkt aufs Land, weil, wie du gehört hast, wir sind massiv auch in die Vorleistung gegangen. Aber es wird natürlich an einem gewissen Punkt dann schwierig werden, auch, ja, was sind denn nachher tatsächlich Corona-bedingte Kosten? Und da bin ich froh, also das Land hat gut reagiert, muss ohne Zweifel an dem Punkt, da freuen wir uns auch über die Unterstützung, aber wir sind jetzt über den Krisenstand aus meiner Sicht so ein Stück hinaus, also wir müssen ein bisschen mehr Normalität in der Krise kriegen und deshalb gehe ich davon auch aus, dass dann bald auch da eine genaue Erläuterung kommt, was fällt denn nachher tatsächlich bei den Kosten runter, weil, ja, wenn wir drauf sitzen bleiben, wird das für viele, viele Träger sehr, sehr problematisch werden, auch für uns. Ich gehe auch mal davon aus, du hast ja von den hauseigenen Psychologen gesprochen, dass die in dieser Zeit auch mehr gefordert sind, noch als in normalen Zeiten, weil, also ich finde die Vorstellung wirklich schrecklich und das ist ja dann wirklich der Alltag oder gibt es dafür eine Ausnahme, wenn man weiß, da ist der geliebte Opa, die geliebte Oma, um jetzt mal in dem Bild zu bleiben, die letzten Tage hat, gibt es da die Möglichkeit, den letzten Weg zu begleiten oder, ja, wie ist das? Ja. Das ist schon so da, oder? Ja, also es gibt die Möglichkeit und das sieht auch die Landesverordnung schon vor, bei Schwersterkrankungen beziehungsweise im Palliativbereich, also wirklich in der Sterbebegleitung, schaffen wir dafür Möglichkeiten. Und das ist halt bei uns im Geschäft, ja, im Bereich der Altenheime, der Tod gehört einfach zum Leben dazu. Und deshalb müssen wir auch dorthin gehen und diese Wege schaffen. Das heißt, wir schaffen Besuchsmöglichkeiten, wir schaffen die Möglichkeiten, dass begleitet werden kann. Also es ist jetzt nicht so, dass bedingt durch Corona die Menschen dort dann alleine sterben. Und wir schauen halt, wie erfolgt möglichst wenig Durchmischung mit der Station, wie vermeidet man halt pandemische Ketten und Ähnliches. Aber wir schaffen diese Möglichkeiten. Also es, um da die Sorge zu nehmen, und das ist auch überall so angesetzt, also wir hatten eben auch noch Krisenstabssitzungen mit der Stadt gehabt, wo man einfach auch offen drüber gesprochen hat, es gibt eben auch nicht nur Corona, es gibt auch noch Krankheiten und Würde und Bedürfnisse der Menschen darüber hinaus. Und das ist im Moment echt ein schwieriger Mix, das irgendwo alles unter einen Hut zu bringen. Aber nochmal kurz auf die Frage, ja, es gibt die Möglichkeiten und unsere Einrichtungen nehmen dann Kontakt auf, um eben sowas auch zu schauen. Also wir stehen auch zur Verfügung, dass man anruft und fragt, wie geht's der Person oder es wird initiativ angerufen. Also da versuchen wir einfach diese Brücke aufrechtzuerhalten. Und für uns, wir sehen jetzt auch eine Kernaufgabe für uns drin, weil jetzt mal, ich habe zwar keine Glaskugel, aber der Blick in die Zukunft, ich erwarte jetzt nicht, dass wir in 2-3 Wochen wieder Besuche in den Altenheimen haben werden. Und das heißt, für uns steht im Moment auch in der A-Priorität, dass wir überlegen, wie können wir aber Besuchsmöglichkeiten in irgendeiner Form schaffen, die jetzt nicht physisch direkt sind. Und da hat zum Beispiel Vitalfonds Filling, die haben ganz interessante Methoden gemacht mit Glastüren, wie man die Leute ein Stück beisammen bringt. Aber einfach dieses vertraute Gesicht zu sehen und das ist der Punkt, wo wir jetzt die nächsten Wochen auch ganz aktiv dran arbeiten werden, um ja auch den Normalzustand in diesem Extremzustand ein Stück herzustellen. Tobias, also das habe ich schon mehrfach angesprochen, also Hut ab erstmal vor diesem Krisenmanagement. Ich glaube, da kommt sehr, sehr viel Herzblut im positiven Sinne auch rüber. Dankeschön auch für die Unterstützung. Und ich glaube, wenn diese Krise eins bringen sollte, dann auch, ich glaube, das wäre auch in eurem Sinne, dass die Leute, die jetzt wirklich da auch für sich um die Menschen schon immer gekümmert haben, aber jetzt endlich mal im Fokus sind und man plötzlich auch sich seiner eigenen Sterblichkeit bewusst wird. Das ist ja normalerweise in unserem oder in meinem Alter noch nicht der Fall. Ich glaube, das ist vielleicht eines der positiven Dinge, dass da auch in der Pflege, was die Bezahlung anbetrifft, auch politisch was getan wird, oder? Ja, also man muss, es hat ja verschiedene Ebenen. Bezahlung ist ein wichtiges Thema, ohne Frage, aber ein ganz, ganz wichtiges Thema, was man nicht unterschätzen darf, ist, Pflege ist nicht nur Montag bis Freitag, 8 bis 16.30 Uhr. Pflege ist auch jeden Samstag, jeden Sonntag, jeden Feiertag. Und unser Personal muss sich immer wieder, weil es ist mal krank und man lässt seine Kollegen auch nicht im Stich irgendwo. Und das Personal muss sich andauernd zwischen eigener Familie und Freizeit und Zusagen, ähnlichen Dingen, und halt dem Arbeitgeber entscheiden. Das ist nicht nur bei uns so, das ist bei vielen so. Und ich wünsche mir einfach, dass wir da Regelungen finden, die halt eben das auch ermöglichen. Also Themen bessere Personalausstattung. Ich hoffe einfach, dass dieses Ganze aktuell nachhalt. Und ein ganz persönlicher, wichtiger Punkt ist mir einfach, die Leute, die ich jetzt hinstellen und sagen, ja, die Pflege und die relevanten Berufe, die retten uns im Moment. Das ist Quatsch.
Die retten uns jeden verdammten Tag. Das ist seit Jahren, halten wir an diesen Tagen den Kopf hin. Wenn wir Weihnachten am Tannenbaum sitzen, wer ist denn bei unseren Anvertrauten in den Heimen? Das dürfen wir nie vergessen. Ja. Und ich finde es toll, dass der Fokus jetzt da ist. Und ich hoffe, dass dieser Fokus auch danach nicht vergessen wird. Und ich habe einfach die große Hoffnung, dass es sich in der langfristigen Verbesserung auch nachhaltig dann wiederum zeigt, weil die Pflege, das darf man nicht vergessen, ist ein attraktiver Beruf. Und wenn ich die Menschen bei uns erlebe, die machen ihren Job gern, die lieben ihre Bewohner, die haben eine ganz enge Beziehung dazu. Und es ist eben nicht die Pflegehölle, die da teilweise in Medien zitiert wird. Aber wir müssen an den Rahmenbedingungen arbeiten, damit dieser wundervolle Beruf für ganz wundervolle Menschen einfach noch besser wird. Das war ein wunderbares Schlusswort und ergänzen möchte ich noch die Kommentierung von Vincenzo aus dem Chat hinzufügen. Er schreibt: Ich finde es total stark, dass eine solche Stiftung Themen zusammenbringt wie Wein, Basketball und einen großen sozialen Aspekt. Tolle Arbeit von allen Beteiligten. Da braucht man manchmal etwas mehr Fantasie und muss über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Das leben die Vereinigten Hospizien und auch Chris mit diesem Format vor. Ich glaube, das ist ein schönes Lob. Vielen, vielen Dank, Vincenzo. Und wenn ich das mal, ich bin ja auch ein Mann der Bilder und im Marketing funktioniert das nun mal auch darüber. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich diese Flasche leer trinke und die hat mich 10 Euro gekostet, habe ich 6 Euro für eure Arbeit getan, die wertvoll ist, und 4 Euro für den Gladiators Trier e.V., der wertvoll ist. Also Win-Win-Win-Win-Win. Deshalb empfehle ich dir, 2 Flaschen zu trinken. Genau, dann bestelle ich hiermit, sobald es geht, mindestens eine ganze Kiste. Also da nimm mich beim Wort. Tobias, vielen, vielen herzlichen Dank, viel Kraft. Ja. Und auch die richtigen Entscheidungen und auf diesem Wege natürlich auch noch Happy Birthday an deine Kollegin, auch da kennen wir uns, alles Gute zum Geburtstag und bis bald, wenn man sich hoffentlich dann wieder sehen und gemeinsam mit einem Vereinigten Hospizienwein anstoßen darf. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir, schönen Abend euch noch. So, liebe Basketballfreunde, damit switchen wir heute mit einer anderen Reihenfolge, aber mit dem Blick in eine tolle Zeit zurück in den Trierer Basketball. Wir sind angekommen mittlerweile in der Geschichte des Trierer Basketballs und auch da werde ich natürlich jetzt umswitchen. Wenn jemand diese DVD tatsächlich an der Zuschauer noch nicht haben sollte und die gesamte Geschichte des Trierer Basketballs von 1989 bis zum Jahr 2016, glaube ich, nochmal sich anschauen möchte, über 2,5 Stunden, dann kann er sich diese DVD gerne bestellen auf der ganz einfachen Homepage basketballdvd.de. Jetzt, wo die Spendenaktion der Römerstrom Gladiators vorbei ist, spenden wir natürlich von jeder verkauften DVD weiterhin einen Betrag von 3 Euro und der geht jetzt sofort natürlich an den Gladiators Trier e.V. Also am besten nimmt man sich eine Flasche Wein, diese DVD und macht sich einen schönen Abend. Und ich bin sehr stolz in diesem kleinen, aber feinen Format jetzt, denn damals war er noch Trainer und Headcoach, der Trierer Basketballer, jetzt ist er Bundestrainer und damit zuständig für Deutschland und ich hoffe für viele positive Turniere in der Zukunft. Ich begrüße ganz herzlich unseren ehemaligen Headcoach und den aktuellen Bundestrainer Henrik Rödel. Hallo Henrik. Guten Abend Chris, guten Abend an alle. Vielen Dank an deine Zeit. Henrik, ich habe gesehen, das ist das Schöne, weil ich hier so viele Fenster habe, du hast gegrinst, als du da nochmal die alten Bilder gesehen hast. Die Erinnerungen, die sind immer noch da und ich glaube auch die Connections nach Trier. Piet Hoffenbach zum Beispiel, mit dem habe ich ja heute gesprochen, aber auch als Mitglied des Gladiators Trier e.V. Sind immer noch da, diese Verwebungen. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit da. Also ich muss natürlich schmunzeln mehr bei den Bildern, wo ich so jung noch da rumgesprungen bin. Das ist schon echt lang her. Aber die Bilder von Trier und auch von vielen, vielen schönen Momenten, die wir dort hatten, also bleiben da auf jeden Fall in sehr, sehr guter Erinnerung. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Toll, dass du das machst. Immer schon für sehr viel Innovatives im Basketball gut gewesen. Also den Livestream und so weiter, kann ich mich sehr gut dran erinnern an alles. Mit einer Mannschaft einen Livestream zu machen, die auswärts nicht immer gewinnt, das war schon sehr mutig zu deiner Zeit. Und und jetzt ein paar Jahre später war jedes Spiel Livestream. Eine sehr, sehr produktive, sehr gute Zeit. Absolut. Und ich glaube auch eine Zeit, die
in deiner Karriere dich geprägt hat, sicherlich auch. Das war ja wirklich, ich habe es ja gerade eben so ein bisschen angerissen, zur damaligen Zeit 2010 ein ganz neuer Weg. Wirklich da auch die Jungs, die aus Berlin da mitkamen, in Oskar Fassler, in Philipp Zwiener, in Yoshiko Salbun, Andy Seifert, wie sie auch alle heißen, Mike Zirbis, der dann auch eine ganz große Karriere dann in Trier gestartet hat und später international sich durchgesetzt hat. Das war damals wirklich ein ganz neues Ding, was ihr da zusammen auf die Beine gestellt habt. Ja, das ist heutzutage irgendwie so gang und gäbe mit der 6-und-6-Regel. Das hatten wir ja damals noch nicht. Da, und witzigerweise jetzt gerade dann auch nochmal hier zu sehen, wie James Marsh mich ankündigt. Das war wirklich absolut perfektes Timing, was meine Situation anging. Ich hatte hier in Berlin natürlich mit sehr vielen jungen Leuten auch gearbeitet. Und letztendlich sowieso ein großes Herz dann auch für die Jugendarbeit gehabt und dann eine Situation vorgefunden, wo ja eigentlich man ganz was Neues aufbauen konnte und ich im Prinzip so meine ganzen Sachen mitnehmen konnte und die aber natürlich auch wie die Faust aufs Auge auf das Konzept der Verantwortlichen getroffen hat. Und ja, es war es hat alles sehr, sehr gut gepasst. Wir haben nicht immer gewonnen, aber ich glaube, wir haben eine Atmosphäre geschaffen, die und einen Weg geschaffen. Nur. Ja. Stolz drauf. Jetzt hat mir gerade einen Hänger bei dir, aber ich glaube, der Stolz drauf kam noch hin und Matthias Kerbaum schickt hier ganz viele jetzt natürlich. Sorry. Ganz, ganz liebe Grüße. Sein Henrik Rödel-Moment am Tag des großen Spiels gegen Alba Berlin, in Klammern die Niederlagen mit Obradovics Hallenverweis, hat er vormittags noch das Jugendspiel seines Sohnes gegen uns gecoacht. Einfach ein toller Typ. Da sieht man das Basketballherz auch. Der Sohnemann, der war ja schon hier so talentiert. Wie weit ist denn der jetzt eigentlich schon? Die Zeit vergeht ja auch und das Talent schreitet voran. Wo spielt der? Er spielt in der MBBL bei Alba Berlin, wird dieses Jahr 18. Also ja, die Zeit vergeht unglaublich schnell. Wir sind zusammen immer wieder gerne auch in Trier, blicken auf diese Zeit zurück und natürlich auch Elias, der dort in den Jugendmannschaften da gespielt hat. Ich habe da in der einen Saison auch ein bisschen mithelfen können, das hat sehr viel Spaß gemacht. Seine Mannschaftskollege Markus Zock und Vincent Hennen sind jetzt schon im erweiterten Kader von der ersten Mannschaft. Also wenn es so weitergeht, dann sind die natürlich auch irgendwann länger dabei und das ist schon irgendwie cool. Absolut. Ich möchte die Frage von Piet noch aufgreifen, weiß ich nicht, ob du da schon in der Sendung warst. Er hat gesagt, auch du bist Mitglied. Ich habe jetzt ein neues Motto, nachdem wir ja den Trierer Basketball alle zusammen in einer Wahnsinns-Solidaritätsaktion, die ich am Anfang gar nicht so für möglich gehalten habe, das muss man wirklich nochmal sagen, das ist schon herausragend, auch in Basketball Deutschland, was hier der kleine Standort Trier an Zusammenhalt immer wieder über die Jahre und jetzt auch wieder auf die Beine gestellt hat. Du bist auch Mitglied im Gladiators Trier e.V. und ich soll dich fragen, du musstest oder hast darauf bestanden, eine ganz besondere Mitgliedsnummer zu bekommen. Ist das richtig? Also erstmal habe ich darauf bestanden, dabei zu sein und das zu unterstützen. Also es ist mir wirklich ein Anliegen. Ich finde es erstmal super, dass so viele sich da engagieren. Piet Hoffenbach, was er da macht, ist super. Was jetzt passiert, ist super. Ich glaube, dass wichtig ist auch für das Image von Trier, das durch die Insolvenz natürlich schon Schaden bekommen hat, dass da wieder jetzt so eine Konstanz da ist, dass die Leute da vernünftig arbeiten, dass die Fangemeinde was hat, wofür sie stolz sein kann und zu Recht stolz sein kann und immer wieder jetzt auch neue Aktionen dazukommen. Die Nummer, die ich unbedingt brauchte, natürlich war meine Nummer 4. Da wollte ich drauf bestehen, weil das meine Nummer ist. Wie gesagt, am Ende ist es natürlich wichtig, das Projekt und auch das, was dort passiert, weiter zu unterstützen. Ist eine Herzensangelegenheit. Und auch ihr könnt das unterstützen, wenn ihr Spender wart bei der Aktion der Profis oder auch neue Mitgliedschaft gerne beantragen möchtet. Wenn ihr Spender wart, geht das sogar ein Jahr umsonst. Da unten steht die URL dubistgladiator.de. Henrik, ich möchte natürlich die Gelegenheit natürlich auch nutzen, wenn ich schon den Bundestrainer zu Gast habe, auch über den Trierer Tellerrand ein wenig hinauszublicken. Da stand ja auch einiges auf dem Programm, vorolympisches Turnier, die Olympischen Spiele sind verschoben worden, dadurch natürlich auch der gesamte Plan geändert, aber im Moment fragen wir uns alle, im Moment ist es noch unsicher, ob es in der Basketball-Bundesliga vielleicht Geisterspiele gibt. Wie ist denn deine Prognose dazu? Glaubst du daran oder wird es wirklich absehbar erstmal gar nichts geben? Ja, das waren jetzt viele Themen, die du angesprochen hast. Mhm. Also das ist natürlich jetzt für einen Bundestrainer eine sehr, sehr schwierige Situation gewesen. Also erstmal
glaube ich, haben wir etwas Großartiges geschaffen, um uns für diese Weltmeisterschaft letztes Jahr zu qualifizieren. Hat ein großartiges Team zusammen und wie bekannterweise natürlich in diesen ersten zwei Spielen verloren und fühlen also da einen Riesenwunsch, das wieder gut zu machen und uns zu präsentieren und natürlich auch weiterzukommen. Und das ist ein Riesenziel da, dieser Wiedergutmachung war die Qualifikation für die Olympiade, die jetzt anstand. Und dass es die Olympiade nicht gibt in diesem Sommer, hat allen und natürlich jetzt gerade auch die ganzen Jugendmannschaften und EMs wurden ja abgesagt, dem Bundestrainer natürlich sehr wehgetan. Ist natürlich angesichts der großen Problematik und den vielen Menschen, die leiden und sterben, also ein kleines Problem, aber für uns natürlich hart, weil wir natürlich auch hart gearbeitet daran haben, wie das jetzt weitergehen soll und wie wir jetzt im Sommer zusammenspielen würden und das ist jetzt ausgefallen, aber eben ausgefallen, aber nicht komplett aus der Welt, indem man jetzt halt eben festgelegt hat, dass wir im nächsten Sommer diese Chance haben. Ist ein langer Weg bis dorthin, aber wir haben viele Sachen da unternommen, die gut waren und ich glaube, dass diese Mannschaft nach wie vor eine Riesenchance hat, was Besonderes zu machen im Weltbasketball und europäischen Basketball. Was jetzt im Moment passiert, ist natürlich, niemand hat diese Sache geplant oder weiß ja auch wirklich einen Weg mit umzugehen. Sehr, sehr spannend. Ich sehe, dass mein Bild jetzt gerade hängt ein bisschen. Kann man mich wenigstens verstehen? Ja. Okay. Ich ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass der Fußball kurz davor ist, wieder stattzufinden. Aber halt eben ohne Zuschauer. Ich glaube, das kann sein, dass das wieder kommt. Wie das möglich sein wird, dann für alle Spieler, Verantwortliche da Tests bereit zu haben, dass alle wieder spielen können. Das ist ein bisschen schwer vorstellbar für die Bundesliga. Basketball-Bundesliga ist noch viel schwerer, glaube ich, weil jetzt ja auch niemand trainiert. Wann soll das weitergehen? Also Leute aus dem Ausland jetzt, wenn man die ganzen Amerikaner oder andere aus dem Ausland wieder reinführen würde, würden die ja erstmal zwei Wochen in Quarantäne gehen und nicht ins Trainingslager gehen können. Viele Mannschaften, auch wie wir damals, hatten ja auch Vertrag nur bis Mai. Ja. Das heißt also, ein NBC, der jetzt nicht davon ausgegangen ist, dass sie in den Playoffs spielen, hat sicherlich mehrere Spieler, die deren Vertrag im Mai ausläuft. Und das heißt, man müsste eigentlich fast wieder neu die Spieler unter Vertrag nehmen. Es sind viele kleine Kleinigkeiten, die es schon sehr schwer vorstellbar machen, dass eine Saison weitergeht. Auf der anderen Seite steht so viel auf dem Spiel und eigentlich ist der Sommer ja dadurch, dass die Nationalmannschaft nicht stattfindet, ja auch kein wirklichen Limit gesetzt, wann man anfängt und wann man aufhört. Also ich glaube, es ist im Moment eine Situation, die für die Verantwortlichen natürlich unglaublich schwer ist, da den richtigen Weg zu finden. Und wir werden sehen, was die Zukunft da bringt. Letztlich ist es dann vielleicht aber auch gut, dass natürlich auch eine BBL letztlich die Gemeinschaft der Clubs widerspiegelt und die natürlich dann auch jeweils ein Stimmrecht haben und dann eine Mehrheitsentscheidung sicherlich, ich glaube Ende April ist die nächste Sitzung, wo man zusammensitzt, dann auch stattfinden wird. Wie hältst du denn als Bundestrainer aktuell Kontakt mit den Jungs? Weil also in meinem Umfeld, wie bei uns allen, geht ja der eine so, der andere so damit um. Da gibt es ja auch Spieler, die keine Verträge haben vielleicht gerade oder nicht wissen, oder wie sie sich fit halten sollten. Also hast du da regelmäßig Kontakt? Ich meine, als Bundestrainer ist der Henning, glaube ich, dauernd dran und permanent ist man Kontakt. Aber ja, was passiert im Moment so? Was ist dein täglicher Job sozusagen? Also ich glaube, eigentlich ist das sowieso mein Hauptbrot und Butter, wie man so gerne sagt, wenn ich nicht gerade in den Meisterschaften oder wenn wir gerade nicht auf dem Lehrgang sind oder irgendein Fenster spielen, also dass ich Kontakt halte mit den Spielern. Deswegen ist das jetzt nicht so ganz neu für mich, aber ich glaube allgemein ist es ja schon so, dass man in dieser Zeit, wo man ein bisschen mehr reflektiert, auch mehr Zeit hat, also Kontakte wieder auffrischen, die man sonst nicht hat und sich darum kümmern kann. Und dann geht es bei mir darum, vielleicht auch ein bisschen intensiver mal nachzuhaken, wie geht es den Spielern. Und also im Moment ist glaube ich, so in der Anfangsphase war es schon extrem dramatisch, wie groß die Unterschiede waren. Als die NBA abgebrochen wurde, war ich gerade in Dallas, also beim Spiel, um Maxi Kleber zu besuchen. Nach dem Spiel wurde erst bekannt, dass dann die NBA jetzt aufhört und abbricht. Und ich bin am nächsten Tag dann auch
nach Deutschland zurückgeflogen, hatte eigentlich noch vor, nach Boston zu Daniel Theiss zu fahren. Also war mittendrin in dem ganzen Ding. Und dann viele Spieler, also wie zum Beispiel Robin Benzing, der in Spanien da in Quarantäne ganz anders sitzt, als wir das hier waren. Oder ein Joe Vogtmann, der in Moskau ja noch lange trainiert hat, also richtig mit Mannschaftstraining hatte. Da gab es ja Corona, in Anführungsstrichen. Erst sehr viel später, jetzt haben die da den Salat in Russland, aber für Joe Vogtmann war natürlich, also die haben noch mit der Mannschaft trainiert, da waren die meisten Ligen schon längst abgebrochen. Also war sehr, sehr spannend. Im Moment habe ich eher das Gefühl, dass so ein bisschen alle warten jetzt auf das, was jetzt kommt, dass jetzt nicht so viele neue Situationen entstehen, sondern die meisten Vereine jetzt vielleicht sogar schon anfangen, was zu planen, was nächstes Jahr stattfindet. Aber das ist alles erst so in den Anfängen. Und man wartet eigentlich jetzt eher so. Jeder ist so, also selbst ein Joe Vogtmann ist jetzt aus Moskau in Deutschland gelandet. Und jeder hat so seine Nische gefunden. Das ist so, jeder gewöhnt sich ja fast an diesen komischen Zustand dieses Lockdowns, aber auf der anderen Seite natürlich brennt auch jeder darauf jetzt, dass es wieder losgeht und beobachtet alles wie tagtäglich, wie es jetzt wieder weitergehen kann. Bevor ich noch einen kleinen Überraschungsgast für euch und für dich auch habe, Henrik, nochmal die Frage aus dem Chat von Matthias Kerbaum, wie du die Entwicklung der zwei Jungs in Washington, Bonga und Wagner, siehst und welches Potenzial in Franz Wagner? Ja, bevor ich in Dallas war, in Washington, zur gleichen Zeit hat dort Franz Wagner mit seiner Uni in Michigan in Maryland, das ist ja bei Washington, gespielt. Das heißt, ich konnte alle drei beobachten, treffen und sehen und sprechen. Sie spielen natürlich in den Gedanken und in den Zukunftsgedanken für die Nationalmannschaft eine große Rolle. Mhm. Vor allem Bonga aus meiner Sicht hat eine Riesenchance, weil er so viel weniger Konkurrenz hat als vielleicht ein Moritz Wagner auf seiner Position, was wirklich so ein Drängeln der Vierer und Fünfer gibt. Aber auch Franz Wagner ist ein Riesentalent, dem ich zutraue, vielleicht schon im nächsten Sommer auch eine Rolle in der Nationalmannschaft spielen zu können. Und wie gesagt, also Isaac Bonga steht glaube ich, da noch mehr im Fokus. Alle haben eine tolle Saison gehabt. Und vor allem jetzt die beiden, die aus Los Angeles nach Washington gegangen sind, mit Moritz Wagner und Isaac Bonga, wirklich eine super Situation dort vorgefunden. Die fühlen sich super wohl. Hab das auch wirklich hautnah erkennen, miterleben können, wie wohl sie sich fühlen, wie gut sie arbeiten, wie sehr die Leute auf sie zählen. Und das ist natürlich schon eine tolle Situation für die beiden. Und man muss auch sagen, gerade wenn man diese Talentdichte sieht, also du hast ja gerade schon gesagt, auf der 4 oder 5 vor allen Dingen, dann wird das, glaube ich, eine goldene Zukunft sein. Und es ist auch schön, dass Henrik die mitgestalten kann. Ich glaube, man kann sich sehr freuen auf die Zukunft und speziell auf die Nationalmannschaft. Und ihr brennt, glaube ich, auch drauf, so wie du es gesagt hast, das Potenzial dann auch wirklich mal abrufen zu können. Ne? Und da gibt es ja toi, toi, toi. Also man weiß ja nie, wie lange diese Nummer da weltweit uns beschäftigt. Aber ein großes Turnier zu Hause, was, glaube ich, schon ein absolutes Highlight werden wird. Auf jeden Fall. Ich glaube, die nächste Zeit ist sehr, sehr spannend für die deutsche Nationalmannschaft. Sie wird sehr, sehr viele große Chancen haben, sich besonders zeigen zu können. Und natürlich eine Europameisterschaft im eigenen Jahr, im eigenen Land, ist was ganz, ganz Besonderes. Hatte ich das ja auch schon miterlebt. Aber da ist ein ganz anderer Fokus jetzt mittlerweile drauf. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz besondere Veranstaltung und eine Riesenchance für diese Generation, was Besonderes zu tun. So, und jetzt habe ich gesagt, jetzt haben wir auch lang genug unseren Ordnungshüter warten lassen, denn ich habe noch jemanden, der auch den Trierer Weg mitgeprägt hat. Hallo, Philipp Zwiener. Hi Chris, hi Henrik. Hallo Philipp. Da sieht man auch wieder Sehensfreude. Er war schon, Henrik, ein besonderer Typ, gerade in den Anfangsjahren hier in Trier. Ja, Philipp ist natürlich ein besonderer Typ, das hat mit Trier nichts zu tun. Aber natürlich durfte er das in Trier auch zeigen. War eine spannende Situation, ihn mit den anderen da nach Trier mitzunehmen. Und ich hatte den Vorteil natürlich auch in den Jahren davor in Berlin schon mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn da zu beobachten. Und war mir sicher, dass er da auch eine gute Rolle spielen könnte, dass es so gut funktionieren würde, das war natürlich, also hat natürlich allen geholfen, auch mir natürlich, um besser auszusehen. Vielen Dank, Philipp.
Wir auch in der Arena, also auch danke für ja, das. Ja, hier war und das hat wirklich unglaublich Spaß gemacht. Das ist einer der Gründe, warum Trainer sein so toll ist, dass solche Situationen dazu zu führen, dass man mit Spielern, die dann auch ihre Karriere beenden und immer wieder auch weiter in Kontakt bleiben mit einem und dass wir eine Chance haben, uns zu sehen, dass wir das dann auch tun und uns einfach dann auch an bestimmte tolle Sachen erinnern und eine gute Zeit hatten und freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Jetzt selbst ein bisschen unrasiert, aber ich wahrscheinlich nicht gut geschlafen bis danach. Ich weiß nicht, ob das ja, bei der genau, Polizei genau. Okay ist. Also deutsche Nationalmannschaft darf einen 3-Tages-2-Wochen-Bart haben, aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja, ich hatte Nachtschicht und dann bin ich zum Rasieren nicht mehr gekommen, ne, tatsächlich. hätte ich das mal gemacht. Ich dachte, über das Video erkennt man das nicht so sehr, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Du musst graue und helle Haare bekommen, so wie ich, dann sieht man das ja. Nicht so. Es dauert nicht mehr lang. Wobei ich wieder mal sagen muss, das sage ich leider jeden Abend, irgendwie, wie schafft ihr das? Auch du, Philipp, du siehst aus wie damals. Also für mich ist das kaum beschreiblich. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch so in Shape bist. Spielst du noch? Oder soweit ich weiß, Pro B letzte Station in Oldenburg gewesen. Aber jetzt aktuell? Ja, also ich sehe nicht mehr aus wie damals. Ich habe extra so hingesetzt, dass das hier abgeschnitten ist, ne? damit man den unteren Bereich nicht mehr sieht. Es ist tatsächlich mein erstes Jahr jetzt ohne Basketball. Ich habe ja noch, als ich 2016 mein Polizeistudium angefangen habe, habe ich ja noch 3 Jahre in der Pro B gespielt, in der Amateurmannschaft von den EW Baskets. Und das war auch eine total coole Zeit. Und ich glaube, das war auch eine total super Zeit, weil ich halt so ein bisschen die Möglichkeit hatte, vom Profi-Basketball meine Karriere ausklingen zu lassen und mich dann auch nach und nach auf den nächsten beruflichen Schritt zu konzentrieren. Mhm. Jetzt habe ich im letzten Jahr, am 1.10. mein Polizeistudium abgeschlossen und arbeite jetzt als Polizist in Hannover und ein Jahr Basketball los. Also ich hatte ein Jahr schon kein Basketball mehr in der Hand und mittlerweile kribbelt so ein bisschen in den Fingern. Auf der anderen Seite bin ich auch überrascht, dass ich das bisher relativ wenig vermisst habe, muss ich sagen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich momentan einfach auch ein bisschen genieße, mal die Zeit zu haben, dass man keine Verpflichtungen hat, dass man zum Sport gehen kann, wenn man möchte und dass man mal auf der Couch liegen bleiben kann, wenn man möchte. In letzter Zeit lag ich ein bisschen zu viel auf der Couch, das muss ich vielleicht noch ein bisschen ändern. Aber grundsätzlich habe ich die letzte Zeit so ein bisschen genossen ohne Basketball, aber ich weiß, das ist temporär und bald, früher oder später, werde ich bestimmt wieder richtig kommen. Mal schauen, ob ich mir hier in Hannover eine neue Mannschaft suche. Lass das mal Ralf Held hören, ne? Die Basketballwelt ist klein. Und soweit ich weiß, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist der Geschäftsführer in der Regionalliga in Hannover, Junge. Da gibt es ja, das ist richtig. Da direkt das ist einen Anruf, sage ich dir. Ja, alles klar. Aber sag mal, du hast ja gerade gesagt, Polizei abgeschlossen. Ist im Moment der Job bei euch noch normal oder hat sich durch diese Corona-Situation gerade, ich meine, man muss ja auch dafür sorgen, dass die Leute sich dran halten. Da gibt es ja auch natürlich Ordnungsdienste, aber unterstützt ihr da auch oder hat sich irgendwas geändert in der täglichen Arbeit, seitdem die Welt sich verändert hat? Ja, schon muss ich ja sagen, dass ich ja eigentlich schon fast privilegiert bin, meinen Beruf ausüben zu können momentan. Also es gibt da viele, die seit Wochen jetzt zu Hause sitzen, was ja auch richtig ist, aber natürlich früher oder später fällt einem da auch die Decke auf den Kopf. Mhm. Bei mir war es jetzt so, dass ich ganz normal zur Arbeit gegangen bin und in diesem Rahmen natürlich dann auch Tätigkeiten ausüben musste, die sich auch auf Corona bezogen haben. Also es ist dann natürlich auch so, dass wir dann Verfügung da durchsetzen müssen, sprich, wenn dann sich einzelne Leute oder mehrere Leute sogar dann nicht an die Regeln gehalten, dass wir dann schon hinfahren mussten und dann auch dann so ein bisschen den Zeigefinger erheben mussten und ein bisschen schimpfen mussten und manchmal dann auch Ordnungsgelder aussprechen mussten. Aber im Endeffekt war es schon so und das war grundsätzlich schon zu beobachten, dass sich eigentlich alle sehr gut daran gehalten haben und auch die ernste Lage erkannt haben. Nun ist, ich weiß, Basketball nicht Fußball, aber wurdest du schon mal erkannt? Also so mal als vielleicht saloppe Frage, also hat schon mal jemand gesagt, sag mal, hören Sie mal, also ich mache alles, was Sie sagen, Herr Polizist, aber irgendwo erkenne ich Sie oder sowas. Gab es sowas mal? Tatsächlich noch nicht, nee. Okay. Also
Nee, gab's noch nicht. Also ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Trier Polizist gewesen wäre. Mit Sicherheit. Vielleicht wäre es anderes gewesen, aber jetzt in Hannover oder Oldenburg war es noch nicht der Fall. Okay. Vielleicht eine Frage an euch beide oder auch vielleicht auch an dich, Henrik. Also ich meine, uns alle betreffen natürlich die Restriktionen und wir alle halten uns natürlich da dran, sind zu Hause. Ja, wie geht ihr mit dieser Situation, dieser neuen Lebensform auch aktuell um? Da hat ja jeder irgendwie seine eigene Art, irgendwie sich abzulenken oder mal vielleicht rauszugehen, spazieren zu gehen. Aber ja, wie machst du das, Henrik? Okay, Teile meiner Arbeit mache ich ja eh zu Hause. Das heißt, wir das Kontakten oder das Aufarbeiten. Wir bieten vom Deutschen Basketballbund im Moment gerade so Webseminare an, also für die Landestrainer. Das heißt, wir haben auch ein paar Dinge und ein paar Sachen, die wir organisieren und machen müssen. Aber es fällt natürlich flach, in Trainingseinheiten zu gehen, Leute zu besuchen. Und man ist halt eben zu Hause. Also das ist jetzt seit 4 Wochen am Anfang, findet man das irgendwie, glaube ich, noch aushaltbar und schön. Aber irgendwann möchte man natürlich auch irgendwann raus. Das ist Schöne in Berlin und in Deutschland ist ja auch, dass man jetzt noch nicht wie in anderen Ländern jetzt komplett nicht raus darf. Das heißt, zum Glück hatten wir sehr viel gutes Wetter. Wir konnten sehr viel spazieren gehen, zu zweit oder alleine. Aber man hält sich fit, die Knie tun ein bisschen weh, mehr als sonst, weil man zu viel unterwegs ist. Aber ja klar, aber es ist ein Jammern auf hohem Niveau. Also die Familie ist zusammen, das ist auch schön. Wie gesagt, man kann bestimmte Kontakte besser pflegen, als man das vielleicht die im Sport ihren Sport unglaublich vermissen. Aber wie gesagt, das ist ein Jammern auf hohem Niveau und natürlich ist klar, dass wir alle versuchen, uns an die Regeln zu halten. Henrik, bevor ich deine Zeit zu lange in Anspruch nehme, du hast sicherlich auch noch andere Aufgaben, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage und eine Prognose. Es wird sich, glaube ich, viel durch dieses Coronavirus auch in der Basketballwelt ändern, sowohl in den einzelnen Ligen, also auch was mit Sicherheit auch die Bezahlung von Spieler oder der gesamte Basketballmarkt betrifft, weil man gar nicht weiß, wann sind Sponsoren wieder oder Unternehmen in der Lage, wieder ein Sponsoring in der gleichen Höhe zu leisten. Also eine Rezession trifft natürlich auch den Profisport. Was ist dein Tipp vielleicht, wie können wir alle damit umgehen oder wie gehst du damit um, wie geht der Deutsche Basketballbund damit um, weil man eben eigentlich nicht weiß, wann genau es weitergeht? Also ich glaube, dass man auf der einen Seite realistisch sein muss und natürlich sehen muss, dass bestimmte Situationen, Gehälter vielleicht und auch einige Vereine sehr, sehr darunter leiden werden. Auf der anderen Seite kann man das auch so ganz klar nicht absehen, was damit jetzt passiert. Es hängt natürlich sehr vieles davon ab, wie lange es dauert. Ich muss ja sagen, dass wir in einem Land wohnen, wo bis jetzt, und es hoffentlich bleibt auch so, wie gut damit umgegangen sind, gut genug, dass man sich vorstellen kann, dass man die Restriktionen auch langsam wieder aufweichen kann. Also ich bin überzeugt und bin auch immer auf irgendeine Weise will ich auch optimistisch sein. Ich bin sicher, dass Sport zu einer Gesellschaft gehört und dass er auch wieder stattfinden wird. Es wird vielleicht ein bisschen dauern und wird in bestimmten Situationen vielleicht auch ein bisschen schwieriger werden für uns. Aber auf der anderen Seite bin ich sicher, dass es wieder eine Saison gibt ab Herbst, auch wenn es jetzt erstmal vielleicht einen Abbruch gibt. Das weiß man ja nicht, das kann man jetzt einfach nicht sagen. Aber Basketball und auch Sport wird es wieder geben. Die Gesellschaft wird wieder zusammenfinden. Ich glaube, man kann sehr, sehr viel aus dieser Zeit nehmen, wie als allen. Ich glaube, das sind wir als Sportler gewohnt, dass man, wenn man Niederlagen oder schwere Zeiten durchgeht, dass man daraus dann wieder aufsteht und vielleicht auch daraus gelernt hat und vielleicht lernen wir auch ein bisschen mehr mit Abstand im positiven Sinne und mit Respekt miteinander umzugehen. Natürlich auch ein Augenmerk, was wir gerade im Beitrag vorher hatten, wieder zu unseren älteren Mitbürgern, dass man einfach auch das wieder mehr genießt und weiß, was man daran hat, dass man, wenn man mit zusammen sein kann, sind so viele Dinge, die ich glaube, dass man aus dieser Zeit lernen kann für den privaten, aber auch für den beruflichen Umgang. Ich bin sicher, der Sport geht wieder weiter, wie die Welt sich auch weiter drehen wird und wir werden wieder tolle Spieler haben und ich bin sehr, sehr dankbar für das, was du da machst jetzt hier. Ich bin froh, dass das Trier jetzt so aussieht, als würde sich da nächstes Jahr wieder eine gute Mannschaft tummeln können. Das ist sehr beruhigend und freut mich sehr und bin stolz darauf, dass ich da auch ein Teil davon sein kann, von dieser Geschichte. Wünsche euch da viel Erfolg mit auch mit den weiteren Beiträgen, die du da machst.
Vielen Dank, Henrik. Alles Gute, viel Erfolg und ich hoffe, dass das Länderspiel, das letzte, was ich moderieren durfte, nicht das letzte auf heimischem Boden in diesem Jahr war. Es war ein toller Sieg, aber in Vechta gegen Frankreich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Dir vielen Dank. So, aber Philipp haben wir noch, denn mit dem möchte ich natürlich noch ein bisschen auch in Erinnerung schwelgen. Morgen könnt ihr euch nämlich drauf freuen. Ich habe das nämlich extra so geplant, dass ich mit ihm drüber sprechen kann und morgen sieht man es dann. Dann schneidet der Philipp nämlich auch wieder ein Zuschauer mehr. Nee, Spaß beiseite. Das Jahr 2010, 2011, das war ja der Startschuss für den Trierer Weg. Das war, klar, also ich meine, Henrik hat es ja auch gerade gesagt, für ihn sogar überraschend, ich glaube auch für dich selber, zu welchen Leistungen ein Philipp Zwiener da fähig war. Du warst Most Improved Player der Basketball-Bundesliga dieser Saison. Ja, also es war tatsächlich ein unglaubliches Jahr. Wahrscheinlich so das schönste Jahr meiner Basketballkarriere. Und ich glaube, es war tatsächlich so, wie es manchmal so oft ist. Man war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also es war... damals hatte mich Henrik ja schon von Bremen aus meiner Heimatstadt nach Berlin geholt und ich war 5 Jahre in Berlin und war am Ende auch nicht mehr mit meiner Spielzeit so richtig zufrieden. Und dann kam Henrik eines Tages und hat gesagt, pass auf, ich werde Trainer in Trier, hast du nicht Bock mitzukommen? Und das war für mich natürlich ein riesiger Glücksfall. Ich kannte Henrik und auch ganz viele Spieler, die Henrik mitgenommen hat, waren sehr gute Freunde von mir, Oscar Fassler, Oliver Clay, wie sie alle hießen. Und unser Mannschaftsgefüge war wirklich sensationell gut. Wir waren eigentlich tatsächlich alle befreundet miteinander, haben privat sehr viel gemacht. Mhm. Und das Schöne war ja auch irgendwie, dass, du hast es angesprochen, dass viele eigentlich nicht damit gerechnet haben, dass wir so gut zusammenspielen. Also Henrik hatte damals den Mut gehabt, in einer Liga, wo es eigentlich nur Amerikaner gab, auf deutsche Spieler zu setzen und nicht nur auf deutsche Spieler zu setzen, sondern auch eben halt auch auf deutsche Spieler, die eigentlich bisher nicht so richtig in Erscheinung getreten sind, jung waren. Und dieser mutige Weg von Henrik hat sich, glaube ich, extrem ausgezahlt. Wir haben super, super performt und alle dachten, wir steigen ab und haben sich dann irgendwie nach der Hinrunde die Augen gerieben, als wir da kurzzeitig auf dem Playoff-Platz standen. Und ja, das war wirklich eine unglaubliche Geschichte und ich kriege da auch immer noch Gänsehaut, als du auch gerade das Video eingeblendet hast. Das waren unglaublich schöne Zeiten, an die ich mich unglaublich gerne zurückerinnere. Glaub mir, ich auch. Also irgendwie jeden Abend freue ich mich irgendwie wie so ein kleines Kind auf den Geburtstagsabend, weil ich weiß, ich sehe wieder Leute wieder, mit denen man einfach eine tolle Zeit hatte. Und da gehört Philipp Zwiener einfach auch auf dem Parkett, aber auch daneben dazu. Weil ich glaube einfach das, was du sagst, erfolgreich zu sein mit so einem Konzept, funktioniert auch nur, wenn man eine geschlossene Gemeinschaft ist. Und da sind ja heute mit sicher noch ganz viele in Kontakt miteinander, oder? Ja, auf jeden Fall. Also dann auch mit Andreas Seifert, der dann ein Jahr später dazu kam. Mit Oscar Faster stehe ich immer noch in Kontakt. Also das sind, wie gesagt, damals nicht nur damals sehr gute Freunde gewesen, sondern auch noch heute. Und unabhängig von den schönen Erinnerungen, die man hatte. Also es ist, man, wenn man so ein schönes Jahr zusammen hat, dann schweißt es natürlich zusammen. Und das ist halt auch etwas, was ich jetzt nach meiner Basketballkarriere unglaublich vermisse, so dieser Zusammenhalt in einer Mannschaft. Und ich glaube, den Zusammenhalt, den wir damals hatten, der war wirklich was ganz, ganz Besonderes, den ich in meinen gesamten 11 Jahren, die ich Profi sein durfte, so in der Form noch nie erlebt habe. Und das war wirklich was ganz Spektakuläres, Besonderes und ja, das war schon eine verdammt, verdammt schöne Zeit. Absolut und vor allen Dingen auch eine Saison mit vielen Heim, aber wenig Auswärtssiegen. Ich war trotzdem überall dabei und eins ist ja auch so und vielleicht können wir das nochmal, weil ich weiß, es gucken noch immer die aktuellen Spieler dieses Ding jetzt hier. Ne? Die interessieren sich jetzt auch für die Basketballgeschichte. Ich meine, mit Jermaine Buckner haben wir auch demnächst jemanden, der auch viele, viele Jahre dann auch schon mit dabei war. Aber ihr habt damals auch wirklich was geprägt. Jamal Schuler war zwar der Erste, der so einen leichten Tanz gemacht hat, aber in eurer Zeit, da wurde richtig getanzt nach den Spielen. Und vielleicht könnt ihr ja noch mal, kannst du ja noch mal betonen, weil ich weiß, du bist selber auch nicht so der liebste Vortänzer gewesen, was da in der Arena Trier abging, weil wir sind seitdem am Kämpfen und wir versuchen es in jedem Fan-Talk quasi nach den Spielen, den Jungs zu vermitteln, dass das doch eine gute Idee wäre, nach den Siegen noch mal zu tanzen. Wie siehst du das? Ja, das war echt eine geile Nummer damals. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wie das entstanden ist. Ich glaube, so unser Kopf der Mannschaft, Drew Joyce damals, ich glaube, das war seine Idee, weil danach hat man nach jedem Sieg haben halt immer so die Rumba gemacht, die ja auch durchaus Spaß machen kann. Aber irgendwie meinte Drew, pass auf, wir müssen da jetzt mal was Neues in den Raum schmeißen.
Und hat dann den Tanz vorgemacht. Und irgendwie haben wir am Anfang alle gedacht, ach, das ist doch irgendwie, das ist doch Kokolores, das macht man doch nicht. Und dann hat sich irgendwie nach dem Training so eine Dynamik entwickelt, dass wir auf einmal alle da standen und getanzt haben. Und die einen haben es besser gemacht, wie zum Beispiel Drew Joyce, die einen haben es schlechter gemacht, zu denen würde auch ich mich zählen. Also die haben ein bisschen mehr Übungszeit gebraucht. Aber irgendwie haben wir es hinbekommen und ich weiß auch, dass einige Fans erstmal ein bisschen verdutzt geguckt haben, aber grundsätzlich von der Idee total begeistert waren. Und das ist dann ganz, ganz schnell zum Ritual geworden, wo sich dann alle eigentlich nach dem Sieg immer auf den Tanz gefreut haben. Und das war eigentlich echt was Geiles. Und ich weiß, die Tradition wurde dann auch längere Zeit weitergeführt. Auch zu der Zeit, als ich oder Drew Joyce dann auch gar nicht mehr da waren. Mhm. Ja, also es ist eine geile Sache, was Neues, und mit so einem Tanz stiftet man natürlich auch ein bisschen die Fans an. Das war eigentlich echt was richtig Cooles, was auch ja, andere sehr, sehr gut fanden. So, jetzt habe ich eine Vorlage, danke. War auch nicht abgesprochen vorher, aber vielleicht können wir ja das nochmal initiieren. Philipp, herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Bleib gesund und auch für deinen Einsatz und für dein weiterhin Herzblut. Und du bist natürlich herzlich eingeladen, gegebenenfalls hier unten www.dubistgladiator.de. 5 € im Monat. Ich weiß nicht, wieso das da leer ist, bei den Polizisten da vielleicht noch dabei zu sein. Weil ich habe jetzt das neue Ziel, mindestens 300 Mitglieder zu werben. Und wenn ich 128.000 € zusammenbekommen habe, mit euch gemeinsam natürlich auch über dieses Format, das war es natürlich nicht allein, möchte ich jetzt mit dem zweiten Ziel nicht scheitern. Also ich habe dich nicht vorher gefragt, wäre das was für dich? Ich habe dich jetzt gerade ganz schlecht verstanden. Mein Internet war jetzt irgendwie kurz weg. Kannst du das nochmal wiederholen? Stark. Nee, es ging darum, ob du dir vorstellen könntest, Mitglied zu werden. Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Also ich finde das ja grundsätzlich super geil, was ihr da aufgebaut habt und auch die ganzen Helfer. Und da kann ich mich auch Henrik nur anschließen. Das, was ihr alles aufgebaut habt und das im nächsten Jahr möglich sein wird, weiter Basketball in Trier zu spielen, ist was ganz Tolles und auf jeden Fall kann ich mir das sehr gut vorstellen. Dann danke schön, mach's gut, bleib gesund und hoffentlich bis bald, mein Lieber. Und morgen einschalten. Das wünsche ich euch auch. Philipp, morgen gibt's die Highlights von dir, von der besten Saison meiner Meinung nach deiner gesamten Karriere. Du warst zwar noch Meister und Pokalsieger geworden, aber so gut wie in dem Jahr mit dem Zwiener. Nein, das war das Beste, schon drauf. Das war dein bestes Jahr, ne? Danke, Chris, ja. Bis dann, tschüss. So geht es nämlich morgen weiter. Also eine bessere Vorlage hätte ich kaum bekommen können. Dankeschön auch an die lobenden Worte. Das muss man sich mal vorstellen. Also muss man sich mal vor Augen führen. Ihr müsst ja auch wissen, irgendwie ich als kleiner Junge habe ja davon geträumt, irgendwann Sportreporter zu werden. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Bundestrainer meiner Lieblingssportart hat gerade in seiner Funktion mein kleines Format hier gelobt. Das freut mich sehr. Und ich kann euch nur noch mal mit auf den Weg geben. Vielleicht für die nächsten Tage das hier euch anzuschauen und möglichst auch zu bestellen. Das ist der neue Wein, den wir heute vorstellen konnten, hier in meinem Format Invictus. 10 € kostet er. Er ist schon bestellbar. Ich habe die Frage durchaus gesehen und auch auf die anderen Anmerkungen werde ich noch eingehen, die ich mit einem Auge mitlesen konnte. Es gibt ihn aktuell schon auf der Homepage der Vereinigten Hospizien. Dort könnt ihr ihn euch aus dieser wunderschönen Lage bestellen. Und da ist er einfach auf Vereinigte Hospizien, dann auf Weingut gehen, dann auf Angebote und dann landet man hier im Invictus. Wein. 10 € bestellen. Sehr lecker, sagt David Filter. David, ich habe geklärt, es ist tatsächlich der Wein, der dir so gut schmeckt. Ich habe eine Kiste damit auch auf dein Geheiß hin jetzt schon mal vorgeordert. Und ihr habt es gehört, selbst die anderen 6 € von diesen 10 €, also 4 gehen an den Gladiators Trier e.V. und mit den anderen 6 € unterstützt man. Wer das nicht gesehen hat, gerne nochmal den Stream von vorne anschauen. Eine sehr, sehr wichtige und wertvolle Arbeit der Vereinigten Hospizien. Das heißt natürlich nicht, dass man den lokalen Weinbau nicht unterstützen sollte, um Gottes Willen. Also bleibt trotzdem eurem Winzer des Vertrauens treu, denn auch die haben keine einfache Zeit. Aber das finde ich einen sehr guten Synergieeffekt. Und wir stehen natürlich offen. Das haben wir auch nicht angesprochen. Also wenn jemand da noch einen anderen Wein dazu irgendwie geben möchte, dann gibt es da auch die Möglichkeit, den Gladiators Trier e.V. zu unterstützen. Vielleicht entsteht ja in den nächsten Tagen noch mehr. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen,
Ich möchte das nochmal zusammenfassen, die Idee, die wir heute gefasst haben. Also, dieser Gladiatorenhelm steht für 300 Mitglieder. Das heißt spiegelverkehrt. Und dieser Gladiatorenhelm ebenfalls für 300. Wenn wir den voll machen, bin ich schon froh. Und dann bin ich glücklich. Am Ende dieser Sendung, dazu möchte ich noch eine Idee euch präsentieren, die mir heute spontan gekommen ist, als der Burger King hier ist und gesagt dass er hat, dass er demnächst bei Tommys Teufelsküche, begnadeter Typ, aktiv im Karneval, hat aber auch absolute Grillspezialitäten und da ist richtig drauf, ob es vielleicht eine Idee wäre, nur so als Gedanke. Zum Abschluss dieser Reihe, das wird dann die 30. Sendung sein am 28. April, vielleicht irgendwann jetzt gemeinsam sich eine Zutatenliste mit dem Tommy zusammen zu überlegen und dann würden wir gemeinsam grillen. Also nicht hier von meinem, ich kriege das irgendwie schon technisch irgendwie raus zu meinem Grill und dann machen wir so einen Abschlussgrillen zusammen und trinken dann auch zusammen ein Gläschen virtuell, natürlich diesen Invictus-Wein, den ihr bis dahin auch hoffentlich zu Hause alle habt. Und ja, wenn die Idee gut ankommt, dann schickt mir mal ein Feedback, dann würde ich mich darum kümmern, dass wir auch da ein relativ leicht zu grillendes Menü hinkriegen und die Zutaten mir vom Tommy da besorgen. Der hat auf jeden Fall mal Bereitschaft erklärt. Und morgen geht's auch spannend weiter, bevor ich weitere Anmerkungen, wie gesagt, aus dem Chat noch aufgreifen werde. Und zwar wurden ja schon einige Stars der damaligen Zeit genannt und zwei davon sind auch morgen zu Gast. Der Mann, der offensichtlich als Vortänzer dafür gesorgt hat, dass nach den Spielen es auch mit Schwung zur Sache ging und nicht nur vorher. Ich freue mich sehr auf Drew Joyce und Oscar Fassler. Morgen Abend hier bei mir und dazu auch aktuell, weil wir davon ausgehen, dass die gestern beschlossenen Maßnahmen jetzt natürlich auch als Maßnahmenkatalog über das Land an die Stadt Trier gehen. An unseren zuständigen Dezernenten, der auch im Krisenstab hier in der Stadt Trier rund um Corona sitzt, auf Thomas Schmidt. Auch da könnt ihr Fragen stellen. Also ich finde diese Kombination aus nichts mit Basketball zu tun hat, Welt und was ist im Moment wichtig. Und wenn ihr da Hinweise habt, weil im Basketball habe ich jede Menge Kontakte. Aber wenn ihr sagt, ich finde noch interessant, keine Ahnung, einen Arbeitsrechtler zu hören, wie das eigentlich ist mit der Kurzarbeit oder jemanden aus dem sozialen Bereich, wer auch immer, schickt mir gerne Vorschläge. Und morgen freue ich mich, wie gesagt, auf tolle Gäste, Drew Joyce, Oscar Fassler und Thomas Schmidt, unseren Dezernenten. Auch das ein absolutes Hammer-Line-Up, wobei man eigentlich heute auch nur von einem Hammer-Line-Up sprechen kann. Dann gab es noch die Frage, auch das möchte ich aufgreifen und kann ich auch widerlegen, weil ich finde es auch gut, wenn in öffentlich Kommentare unter dieses Format zu lesen sind, die sind ja auch für immer zu lesen, gab es die Frage, was denn da los sei, der trierische Volksfreund würde mich doch nicht so unterstützen, wie man das könnte. Das sehe ich anders und kann ich auch anders beantworten. Da gibt es einen sehr, sehr engen Draht, sowohl zu Marek Fritzen aus der Sportredaktion, als auch zum Lars Ross und da wurden auch sehr, sehr viele der letzten Sendungen auf dem Volksfreund, auf der Online, auf der Homepage entsprechend da noch integriert. Auch da konnte man das anschauen. Also das kann ich widerlegen und ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh, dass am heutigen Tag ein großes Interview mit demjenigen zu sehen ist, der auch dafür zuständig ist, die Zukunft des Trierer Basketballs eben zu sehen. Und ich fand den Hinweis toll und sehe mich da absolut würdig vertreten und kann euch aber auch sagen, dass natürlich das eine oder andere an Informationen auch über die Öffentlichkeitsarbeit eines Clubs dann natürlich an die Medien herangetreten werden muss, um da entsprechend dann auch Relevanz zu erzeugen. Abschlussgrillen mit Skype-Live-Schalte in die Gärten der Zuschauer. Wäre zwar keine Skype-Live-Schalte, aber theoretisch jeweils mit 4 Leuten möglich. Die Links könnte ich ja, ich bin ja Multitasking, also Heiko Schmitz hat das gerade angemerkt, die Links könnte ich durchaus während der Sendung dann verschicken und da muss jemand nur draufklicken mit einem Smartphone und wäre dabei. Warum eigentlich nicht? Wir probieren es mal und ich mache mir dazu weiterführende Gedanken. Klar ist auf jeden Fall, es gibt noch ein paar Ausgaben. Bis zum 28. April und heute habe ich ja hoffnungslos überzogen. Es ist tatsächlich schon 20 Uhr. Zeit für die Tagesschau. Tut mir leid für das Delay, aber der Bundestrainer war heute mit dabei. Also ich bitte euch. Danke fürs Zuschauen. Morgen freue ich mich auf wieder sensationelle Gäste. Ich hoffe, ihr habt den Link mitbekommen. Ihr geht jetzt bitte schön alle auf dubistgladiator.de. Füllt euren Mitgliedsantrag aus. Lasst mich nicht hängen, dass wir mindestens den einen Helm mit den 300 füllen. 600 wäre natürlich sensationell.
Gut, damit schönen Abend und immer noch der Hinweis am Ende einer jeder Sendung, weil es in dieser Zeit weiterhin wichtig ist, so ich das denn in meinen ganzen Fenstern nochmal finde. Aber ich bin optimistisch, da ist es. Schönen Abend noch, danke fürs Zuschauen, bis morgen. 18.30 Uhr, standas1.de. Dort ist der Stream übrigens in bester Qualität zu sehen. So Leute, jetzt geht es ernst. Der Coronavirus, Leute, der ist ja so schlau, dass er einen Karren tut, verstehst du? Der kriegt euch überall. 5 Gebote von Helmut Leyendecker. Händwäschen, 1,50 Meter Abstand, bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim. Der kriegt euch überall. Heute ist nice mir mit Pallas Gordon, Matthäuser Weyer oder oben Petersberg. Gör nice. 5 Gebote von Helmut Leyendecker. Händwäschen, 1,50 Meter Abstand. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim, bleib mit dem Arsch daheim. Der Virus, der ist zu clever, da muss man noch cleverer sein. Nix Party, nix Matthäuser Weyer, nix Petrisberg. Jetzt geh Serie geguckt, da nicht garen tut. 5 Gebote von Helmut Leyendecker. Händwäschen, 1,50 Meter Abstand. Bleib daheim, bleib daheim, bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim, bleib daheim. Bleib daheim, bleib mit dem Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim. Bleib daheim, bleib daheim. Bleib mit dem Arsch daheim, bleib daheim, bleib daheim, bleib mit dem Arsch daheim, bleib daheim, bleib daheim, bleib mit dem Arsch daheim, bleib daheim, bleib daheim, bleib mit dem Arsch daheim, bleib daheim, bleib daheim, bleib mit dem Arsch daheim. Ich will euch all wiedersehen, tschüss! Euch auch, moin, 18.30 Uhr, statas1.de. Tschö!